Was wir alle da draußen jetzt merken, ist, von Radioaktivität wird man gehörlos. Ja, genau. Wenn man im nicht gelüfteten Keller Pilze isst. Genau. Alexander, du hast was? Dies ist unbezahlte Werbung. Ich habe gerade 3 Flaschen Maramed bestellt, weil der furchtbar lecker ist. Wobei man den trinken kann, ohne Kopfschmerzen zu kriegen. Bitte testen Sie das nicht. Ich bin ein Trained Professional. Kein Schädel gehabt nach dem Abend. Nee, ich bin schwer beeindruckt. Also ich hatte schon nach Med durchaus auch mal Schädel. Ich weiß nicht, ob das daran liegt oder nicht. Vielleicht ist es. Aber ja, wir trinken den gern. Einen wunderschönen guten Abend. Alkohol ist keine Lösung. Überhaupt nicht. Zum Ferngespräch hier bei Wild Mikes. Ich sehe gerade, Freunde hier, liebe Freunde der guten Abendunterhaltung. Ich sehe hier, wir haben 1570 Subscriptions. 2500 wollen wir haben, meine Freunde. 2500 wollen wir haben. Das ist noch ein langer Weg. A long way to Tipperary. Aber ich glaube, liebe Freunde und Freundinnen hier draußen, auch an den Empfangsgeräten, ich glaube, dass wir in naher Zukunft ganz sicher so weit kommen. Und da möchte ich direkt auch gleich mal anschließen an diese Runde, die wir heute hier haben. Tolle Leute, das sieht man auch gleich. Ich kotze gleich wegen mir selber. Ich bin so irritiert. Ist irritiert? Ja. Aber ich meine, das war die Art zu moderieren in den 70ern, 80ern. So hat für mich jedes Radio geklungen, oder? Ja. Ja. Und der Autoscooter. Ja. Wir gehen mal heute hier groß ran. Hier gehen wir mal groß ran, Leute. Gehen wir groß ran hier heute. Was machst du denn da? Grade, ich versuche jetzt hier gerade was zu machen. Gehst du eigentlich eher raus? Gerade im Kaufrausch. Was kaufst du jetzt noch? Siehst du gleich. Tada! Nein! Hast abonniert! Ui! Jetzt abonnieren wir uns schon selbst aus Verzweiflung, liebe Freunde. Das macht Spaß, das ist schön. Und jetzt geht's rückwärts, rückwärts. Also es klingt für mich aber trotzdem mehr nach Karussell als nach Radio. Ja, das stimmt natürlich, ja. Im Radio geht's selten rückwärts. Oh. Und das ist hier gleich die Bonusrunde, liebe Freunde. Heute mit dabei. Ich muss jetzt aufhören. Ja, bitte. Heute mit dabei. Zum einen unsere großartige Ethnologin Alexa Waschkau. Guten Abend. Moin. Zudem der Diplompsychologe, seines Zeichens Diplompsychologe und Alexander Waschkau. Das Letztere bitte nicht vergessen. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, hier zu sein. Der immer noch beleidigt ist, dass er in einem bestimmten Bild nicht als Jesus in der Mitte dargestellt wurde. Das Schöne ist, dass du die kleinste Andeutung sofort verstanden hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Außerdem Dr. Holm-Gero Hübner, oder? Ist das richtig? Ja, so muss man sagen. Jo, ja, genau. Kommt schon hin. Ja. Und du bist Doktor des was, um das nochmal ganz klar zu sagen? Der Naturwissenschaft. Also ursprünglich Physiker aus der mit Diplomarbeit damals in der Kernphysik. Unfassbar. Und dann haben wir gleich noch einen weiteren Physiker. Warum wohl? Naja, weil wir über Radioaktivität reden. Hier ist Florian Aigner. Einen wunderschönen guten Abend. So schaut es nämlich aus. Ich finde, das haben wir jetzt alles ganz schwungvoll hinter uns gebracht. Hat er da auch Doktor gesagt? Nee, aber der ist auch Doktor. Du bist auch Doktor. Aus der Vollständigkeit halber. Bitteschön. Vor allem bei Österreichern. Ja. Ihr wollt doch das immer die Titel genannt haben. Ja. Ja. Und das ist so schön bei Nana immer, dass sie immer Doktorin Nana Walzer, da wurde sogar der Doktor gegendert, das hat mich sehr beeindruckt. Aha, Doktorin Nana Walzer. Haben sie immer gesagt. Ja, aber nicht zum Florian Aigner, das wäre ja Quatsch. Nicht zum Florian Aigner. Weil der gar nicht Doktorin Nana Walzer ist. Nachdem wir das geklärt haben, stellt sich jetzt natürlich die große Frage, erstens. Sollen wir noch kurz Danke sagen, Tommy? Darf ich dich unterbrechen? Sehr gerne. Wir sollten ja im Auftrag von Daniel Gehrer, Nana Walzer, und auch Martin Moder nochmal Danke sagen an die Community, die 3 genannten Personen mit Geschenken beehrt haben, mit einem großen Geschenkpaket. Überhäuft. Ja, ja. Also es waren Lebkuchen, glaube ich, ne, und ein wunderschönes Bild. Und ein Blumenstrauß. Blumenstrauß und alles. Daniel wusste nicht von wem, oder so richtig? Nein, aber es kommt wohl ganz offensichtlich aus der Massen... Ach Gott! Masse, wie ekelhaft, ja. Wild Mikes Community. Irgendwo so äußer Matzerreuth auf der Lavengel-Community kommt es. Und also die Bezüge waren relativ eindeutig, dass irgendwer von euch da draußen vielleicht die gleichen Leute, die auch mit Bademänteln rumhantiert haben, man weiß es nicht. Und es hat ihn so emotionalisiert, dass er mich an einem Samstagnachmittag anrief,
wie immer völlig unverständlich und mit der Hand vorm Mikro. Das ist ganz wichtig bei Daniel Gehrig. Das wisst ihr ja mittlerweile schon. Weil wir und er hat gesagt, dass er erst irritiert war, weil die kriegen ja schon auch gelegentlich mal unerfreuliche Dinge. Mhm. Also die haben zum Beispiel, glaube ich, von irgendwelchen Nazi-Deppen auch schon mal echte Scheiße geschickt bekommen. Ne? Genau, und dann ist natürlich, wenn du so eine große Kiste bekommst und du merkst dann, da riecht was, da riecht man natürlich schon erstmal, okay, ist das jetzt Elise? Dann ist es wohl Lebkuchen und es explodiert auch nichts und ich habe auch nicht plötzlich Ausschlag im Gesicht. Also gewisse Vorsicht wird gewaltet, wird Sorge getragen. Aber dann haben sie sich wirklich sehr, 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 sehr gefreut. Genau. Und er war ein bisschen überrascht, weil, glaube ich, ein Kärtchen sagte, damit ihr nicht nur braunes Zeug bekommt, was ekelhaft ist, also in Bezug auf eben die Fäkalien, sondern braunes Zeug, was man auch essen kann. Und das hatte ihn irritiert und dann hat er mich dann auch nochmal gefragt, nachdem er mit dir telefoniert hat, wir haben dann getextet, weil wir in der Aufnahme waren, weil er sagte, woher wissen die das denn? Dann habe ich gesagt, ich glaube, Nana hatte das erzählt, glaube ich, beim Ask Us Anything. Und darauf hat dann niemand Bezug genommen. Das ist natürlich. Florian, was war denn das Schrecklichste, was du jemals geschickt bekommen hast? Ich kriege immer nur wunderschöne Dinge geschickt, so Chemtrail-Broschüren und Baupläne für ein Perpetuum mobile und solche Sachen. Das ist immer grandios. Okay, dann frage ich an der Stelle jetzt einfach nicht die ganze Runde, weil am Ende kriege ich noch irgendwelche Dinge nicht mehr los heute Nacht, wenn ich schlafe. Alexa, jetzt haben wir echt ein Problem. Ich glaube, ich kann dich nicht anstechen, dass du Radioaktivität definierst, Nein. oder? Nein, ja, und ich sitze hier die ganze Zeit schon voller banger Sorge, dass das passieren könnte, aber du hast ein Einsehen mit mir. Ich habe ein Einsehen mit dir, aber gibt es denn irgendwie aus ethnologischer Sicht da irgendwas, was man so voranstellen könnte? Nein ist durchaus auch eine Antwort, also... Voranstellen nicht, wir können irgendwann im Laufe des Abends mal drüber sprechen, wie so die kulturelle Rezeption von Radioaktivität und Atomwaffen und so gewesen ist. Da kannst du sicherlich einiges zu sagen, so Filmdarstellungen in den 50er, 60er Jahren. Ich nicht, aber du, und das werden wir weidlich nützen. Wer von unseren beiden Physikdoktoren ist denn freiwillig und definiert Radioaktivität? Wer möchte? Keiner. No. Holm. Wir können das ja gemeinsam machen, aber Holm kann gerne. Synchron. Ich fange einfach mal an. Also Radioaktivität ist im Prinzip eigentlich der Vorgang ursprünglich der Umwandlung eines Atomkerns, der spontanen Umwandlung eines Atomkerns in einen anderen. Also ein nicht stabiler Atomkern wandelt sich um in einen stabileren. Und dabei wird üblicherweise in irgendeiner Form Strahlung freigesetzt. Im Wesentlichen in einer von drei Formen, die man Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung nennt. Und diese Strahlung ist meistens dann eher das, was wir mit dem Begriff Radioaktivität assoziieren, auch wenn die Aktivität eigentlich eher der Umwandlungsprozess selbst ist, der auch als radioaktiver Zerfall bezeichnet wird. Was ist Strahlung eigentlich? Ja, da haben wir jetzt schon wieder den großen Ärger. Was ist Strahlung eigentlich? Na, weil die Physiker, das ist jetzt Entschuldigung. Wieder nur Ärger. Ja. Bitte, ja. Tommy. Darf ich ganz kurz meine Definition von Strahlung? Strahlung ist etwas, was sich geradlinig ausbreitet. Das schön, heißt, komm gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Also es gibt auch Baseballstrahlung bei der Baseballwurfmaschine oder so. Naja, das ist ja nicht geradlinig. Die ist ja schon eher parabol. Fällt ja irgendwann runter. Ja. Ja, aber die Alpha-Strahlung ist auch parabolisch. Können wir bitte, bitte nicht darüber jetzt schon diskutieren? Entschuldigung. Ich versuch nur Holm zu ärgern. Das wiederum unterstütze ich. Nein, das vielleicht auf den ersten Blick Verwirrende ist eben, dass unter dem Begriff Strahlung sich zwei Dinge verbergen, die ein bisschen unterschiedlich sind. Das ist zum einen elektromagnetische Strahlung, also so etwas wie das, was wir als Licht kennen, aber halt nicht nur in dem für uns sichtbaren Wellenlängenbereich, sondern auch in anderen Wellenlängenbereichen. Ja, also Lichtphotonen, Lichtteilchen kann man sagen, das ist das eine. Und Strahlung kann aber auf der anderen Seite auch bedeuten, dass man es mit gewöhnlichen Teilchen zu tun hat, die Masse haben, zum Beispiel mit Elektronen oder mit anderen Dingen. Und das ist das, was Holm gerade erwähnt hat, da gibt es eben die Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung. Alpha-Strahlung, das sind Teilchen, die aus zwei Protonen und zwei Neutronen bestehen, also Heliumkerne. Es kann also einen großen, schweren radioaktiven Atomkern kann so ein kleines
Stück rausgeschossen werden, bestehend aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Das ist dann ein Alpha-Teilchen und man spricht von Alpha-Strahlung. Beta-Strahlung ist, wenn ein Elektron rausgeschossen wird und noch ein Antineutrino, aber das ist jetzt ein Detail. Also auch ein Teilchen, wie wir es kennen. Und Gamma-Strahlung, das ist dann das, wovon eigentlich die meisten Leute am meisten Angst haben, wenn die Rede von Radioaktivität ist. Gammastrahlung ist eine elektromagnetische Strahlung, also keine Masseteilchen, sondern eben so etwas wie Licht, nur mit viel, viel kürzerer Wellenlänge. Und diese Strahlung kann auch allerlei Unheil anrichten. Die ersten beiden nicht. Darauf kann man noch schauen. Wobei das Angst haben für meine Begriffe nicht so ganz begründet. Das ist genau der Punkt. Ja. Moment, also die ersten beiden Strahlungen sind nicht problematisch. Nein, das ist genau der Mythos an der Sache. Ja? Der Punkt ist, die ersten beiden Strahlungen sind relativ leicht abzuschirmen. Die Alpha-Teilchen, die kann ich mit einem Blatt Papier abschirmen. Ach so. Ja, die Beta-Strahlung, also Elektronen, zumindest mit einer besseren Tür oder so, kann ich die draußen halten. Die Gamma-Strahlung geht selbst durch eine Hauswand durch. Deswegen haben die meisten Leute Angst vor der Gamma-Strahlung, weil vor der kann man sich nicht schützen. Ja? Vor Alpha-Strahlung schützt mich ein guter Strahlenanzug oder sowas. Das ist kein Problem. Aber das ist ein Irrschluss und ich glaube, das will jetzt Holm erklären, der wackelt schon so auf dem Sessel. Naja gut, das Hauptproblem mit Radioaktivität haben wir eigentlich dann, wenn sie in unserem Körper stattfindet. Und dann nützt uns eben auch die beste Abschirmung nichts, wenn wir das, was radioaktiv ist, einmal in unseren Körper reingebracht haben, dann haben wir halt keine, dann kann man eben nichts mehr abschirmen. Das heißt, die typischen Alpha-Strahler, wie beispielsweise Uran, also ein Stück Uran kann man, also gerade abgereichertes Uran, Uran-238, das kann man in die Hand nehmen, das macht einem nichts. Aber wenn man das kleinste bisschen von dem Zeug irgendwie in der Nahrung hat und aufisst, das ist halt dann echt blöd, weil das teilweise aufgrund chemischer Eigenschaften dann schlecht wieder ausgeschieden wird. Das bleibt in der Leber hängen oder in den Knochen oder also viele, viele radioaktive Stoffe werden schlecht wieder ausgeschieden und emittieren dann halt die Strahlung direkt im Körper und macht eigentlich die unmittelbare Nachbarschaft der Orte, wo es jetzt gerade sich im Körper eingelagert hat, zieht es halt in Mitleidenschaft und kann da halt dann Tumore verursachen zum Beispiel. Ich habe einen meiner sinnvollen Inputs, den ich an dieser Stelle bringen könnte, wenn ich das machen würde. Haus raus, Scheiß jetzt, komm, bam. Es gibt nämlich sowas wie die sogenannte Strahlenangst, damit haben sich tatsächlich Psychologen beschäftigt, die Radiophobie und ein interessantes Ergebnis ist das, Tommy, nämlich weil du genau an dem Moment, wo Holm das gerade erklärt hast, so gezuckt hast, der Laie schätzt die Gefahr durch radioaktive Strahlung sehr viel höher ein, als das Experten tun, was wir also alle gemeinsam tun, also ich bin ja auch ein Laie, so würde ich mich definieren und die Gefahr zum Beispiel durch Röntgenstrahlung ist jetzt ein anderer Prozess, wird dagegen drastisch unterschätzt. Das heißt, so im alltäglichen Leben, in dem wir uns einbewegen, ist eigentlich die Gefahr durch Röntgenstrahlung für uns deutlich größer. Also wenn man uns fragen würde, würden Sie neben einem Atomkraftwerk ziehen wollen oder sich 20 Mal röntgen lassen, würden die allermeisten Leute sagen, ja lieber nicht neben das Atomkraftwerk. Bei Röntgen in dem Fall 20 Mal weiß ich jetzt nicht, aber die Gefahr ist deutlich größer. Naja, aber wenn das Atomkraftwerk in die Luft geht, Röntgenaufnahme deutlich größer, nur davon, dass du neben dem Kraftwerk wohnst, wenn du da nicht gerade arbeitest, hast du ja in der Regel nichts und so. Die Röntgenaufnahme macht man ja aus einem bestimmten Grund. Ja, genau. Naja, aber wenn das in den meisten Fällen zumindest. Keine Panik vor Röntgenaufnahmen schüren, also die Röntgengeräte, man muss sich keine Sorgen machen, wenn man irgendwie sich ein Bein gebrochen hat und dann geröntgt wird. Deswegen werden die auch aufgehoben, damit man keine unnötigen Aufnahmen macht. Das ist ja alles sehr, sehr gut geregelt. Natürlich wird da sehr genau drauf geachtet. Die Belastung ist auch zwischen je nach Verfahren und so weiter sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, von der Gesamtstrahlenbelastung, das ist ja nicht nur Radioaktivität, also beispielsweise auch Höhenstrahlung, die aus der kosmischen Strahlung entsteht, die belastet uns ja auch, ist aber nicht in dem Sinne Radioaktivität. Also es sind ja keine radioaktiven Zerfälle, sondern das sind irgendwelche Prozesse, die tief im All stattfinden oder die auf der Sonne stattfinden. Oder also in dem Fall tatsächlich. Aber wie fangen wir das denn jetzt alles ein? Das ist jetzt so schnell zerfasert schon wieder. Am Anfang fand ich es noch super. Es gibt drei Strahlen, eine davon ist gefährlich, die zwei anderen kann ich mit einer Tür und einem Blatt aufhalten. Aber auch und nein, plötzlich macht es alle drei gefährlich. Was? Ja.
Ja, ja. Wie jetzt? Na, das ist genau der Punkt. Ich kann Alpha- und Beta-Strahlung zwar leichter aufhalten als die Gamma-Strahlung. Und das ist der Grund, warum viele Leute die Gammastrahlung als besonders gefährlich erachten. Das ist aber ein Trugschluss, denn das Allerblödeste, was ich machen kann, ist einen Alpha-Strahler einatmen oder essen. Dann sitzen diese Alpha-Strahler einatmen. Ist das jetzt so ein großes Gerät? Nein, wenn ich radioaktive Atome. Das sind dann Strahler. Genau. Ihr müsst euch bitte dummt euch heute deutlich weiter herunter, als ihr das sonst tut. Danke. Okay, also ich habe radioaktive Atome. Ja? Das sind Atome, die irgendwie sich in was anderes umwandeln oder zerfallen, wie man sagt. Und je nach Atom können die unterschiedliche Sachen machen. Sie können einen Alpha-Zerfall, einen Beta-Zerfall, einen Gamma-Zerfall machen. Ja? Wenn es einen Alpha-Zerfall macht, kommt so dieses kleine Stückchen rausgeschossen. Beim Beta-Zerfall kommt ein Elektron rausgeschossen. Beim Gamma-Zerfall ordnet sich nur irgendwie der Atomkern um und schickt elektromagnetische Strahlung raus. Mhm. Okay. Und jetzt ist die Frage, was macht das mit mir und meinem Körper? Stimmt, das ist eigentlich das Einzige, was ich wissen will. Das ist das Einzige, was ich wissen will, genau. Und wenn jetzt dieser Alpha-Zerfall in meiner Nähe stattfindet, dann ist das möglicherweise vollkommen egal, weil dieses Alpha-Teilchen kommt auf mich und wird schon von meinem T-Shirt irgendwie aufgehalten und der Rest ist mir wurscht. Das kann passieren. Auch von der Haut? Ja. Ja, obwohl es natürlich eine Hautzelle auch schon schädigen kann in der äußeren. Ja, wobei normalerweise, also ich sag mal, wenn du es an den Händen zum Beispiel, hast du so viel tote Hornhaut obendrauf, dass das im Normalfall nichts macht. Okay. Wenn ich genau dasselbe Atom einatme und diese radioaktiven Atome, die eben Alpha-Zerfälle machen, sind in meiner Lunge, dann schießen sie die Alpha-Teilchen eben in meiner Lunge herum und egal in welche Richtung die fliegen, es trifft immer eine Zelle in meiner Lunge und das ist möglicherweise keine gute Sache. Also deswegen, während umgekehrt von der Gammastrahlung wahrscheinlich, wenn ich in einem Bereich bin, wo Gammastrahlung ist, erstens mal bin ich da in den allermeisten Fällen ja nicht lange. Also den Alpha-Strahler, wenn ich den einmal im Körper drin habe, kriege ich in vielen Fällen auch noch beschissen wieder raus. Wenn er außerhalb deiner selbst ist? Dann kann er mir egal sein. Was? Also das heißt, wenn es hier so direkt neben dir rumstrahlt, Gamma strahlt, ist das egal? Alpha-Strahlung. Ah. Alpha-Strahlung und Beta-Strahlung, die kann mir im Wesentlichen egal sein, wenn sie außerhalb meines Körpers stattfindet. Okay. Gamma-Strahlung, in den allermeisten Fällen, wenn ich natürlich den Gamma-Strahler auf meinem Nachtschrank liegen habe und der liegt da die nächsten 10 Jahre, dann summiert sich die Strahlung natürlich auch irgendwie auf. Aber wenn ich beispielsweise beruflich mal in der Nähe einer Gammastrahlenquelle zu tun habe und ab morgen dann aber schon wieder nicht mehr, dann ist die Gesamtbelastung, die ich davon habe, wahrscheinlich ziemlich gering. Deswegen kann man so bei Tschernobyl irgendwie lustige Lost Place Touren machen und wenn man nicht lange dort bleibt, ist das kein Problem. Genau. Das ist auch der Grund, warum es sinnvoll ist, wenn man exponiert war, zum Beispiel sich sehr, sehr gründlich zu duschen. Da hatte ich auch schon interessante Diskussionen. Es gibt ja diese Kann Strahlung Alter, abduschen? Ja, die kontaminieren. Ja, du kannst das strahlende Material abduschen. Genau. Okay. Ja. Ihr kennt diese alten James-Bond-Filme, wo James Bond irgendwie... Dr. No, genau. Da wird er dann... Er wird auf ein Laufband gestellt und dann nehmen sie halt so einen Hochdruckreiniger, so wie Tommys Oma, und dann sprühen sie ihn ab. Und nicht Wischmops, sondern die anderen Dinger früher. Ja, so Bürsten, lange Bürsten am Stiel und bürsten ihn dann ja so ab. Und in dem, wie ich finde, sehr großartigen Buch, aber auch Film von Michael Crichton, wie heißt der? Vergessen. Also Andromeda? Andromeda, genau. Mhm. Da wird die oberste Hautschicht abgeblitzt. Ja. Ja. Der ist nicht blöd eigentlich. Ja, also, wir sagen immer wieder Leute, das bringt doch gar nichts, was James Bond da macht, weil die Gammastrahlung, die durchdringt ja ohnehin alles und was versucht er der Strahlung abzuwaschen, das ist ja vollkommen sinnlos. Aber das ist es nicht, weil wenn da eben
Alpha- und Beta-Strahlung auf der Haut irgendwie sind, also radioaktiver Staub in irgendeiner Form, dann ist es wirklich, wirklich sinnvoll, das abzuwaschen und reduziert die Gefahr, dass da irgendwelche Schäden entstehen. Aber was entsteht denn bei einem Atomschlag? Ich erinnere mich an diesen Film, der mich fürchterlich belastet, heute noch, wenn der Wind weht. Wo dieses arme... Also du meinst eine Nuklearexplosion, genau. Also eine Bombe. Also genau, eine Bombe. Also da ist... da passiert verdammt viel. Ja, also da in dem Film, den haben vielleicht einige von euch auch gesehen, von den Yellow Submarine-Machern. Und das ist ziemlich dramatisch, weil da eben ein altes, sehr sympathisches Ehepaar in so einem kleinen Häuschen ist und die kriegen dann halt gesagt, also es passiert wohl was oder es ist was passiert. Und dann reagieren sie mit diesen 50er Jahre Vorsichtsmaßnahmen Duck and Cover und jetzt müssen wir uns unter ein Türblatt legen und du weißt natürlich die ganze Zeit, das ist alles sinnlos und du siehst ihn halt dann beim Sterben zu. Naja, also zumindest in der Nähe, in der sie sich wohl befunden haben, sie sterben unweigerlich. Vielleicht ist es nicht ganz sinnlos, das will ich so jetzt nicht sagen, aber in dem Fall hat es hat den Tod verlangsamt, bestimmtes Türblatt. Und der hat mich sehr beeindruckt und erstaunlicherweise, das möchte ich noch anfügen, bin ich trotzdem per se jetzt nicht unbedingt Atomkraftgegner. Atombombengegner das schon. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge. Ja, genau. Aber nicht, oder sagen wir nicht Atom. Atomgegner klingt irgendwie völlig bescheuert. Ja, aber auch trotz Tschernobyl und trotz diesem anderen Unfall in Japan. Bin ich jetzt nicht per se Atomkraft. Sellafield. Was mich selber verwundert, aber bin ich halt nicht. Genau, aber was hattest du da gerade gesagt? Bei einer Atombombe passiert viel. Naja, es sind eine ganze Anzahl von Prozessen, die da eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt, du hast zunächst mal, also das allererste, was ankommt, ist die Strahlung direkt aus den Kernspaltungen. Das ist sozusagen das, was mit dem weißen Blitz oder so im allerersten Moment, das teilt dir auch keiner mehr mit, weil breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und das ist natürlich in unmittelbarer Nähe zunächst sofort mal tödlich. So, dann hast du so Dinge wie Druckwelle, wie die Hitze, die dann kommt und so weiter. Auch das sind Dinge, die in einem engeren Umkreis natürlich tödlich sind, die Material zerstören und so weiter. Also das ist aber in aller Regel jetzt nicht so das, worüber man sich in dem Sinne Gedanken macht, obwohl das ist, was faktisch die meisten Menschen wohl umbringt. Und dann hast du eben den Fallout. Das heißt, dadurch, dass du halt diese vielen also im Prinzip passiert wenn wir eine reine Spaltstoffbombe haben, wie jetzt in Hiroshima oder Nagasaki, passieren eine Kettenreaktion von Kernspaltungen da drin. Das heißt, schwere Atomkerne werden auseinandergerissen, setzen Neutronen frei, reißen mehr schwere Atomkerne auseinander. Dabei wird wahnsinnig viel Energie frei. Die Energie ist eigentlich das, was man haben will. Das ist das, was die Explosion ausmacht. Also was die haben wollen, die sie zünden, nicht die, bei denen sie gezündet wird. Naja, gut, also wenn du eine Kettenreaktion, eine kontrollierte Kettenreaktion in einem Kraftwerk hast, willst du die Energie ja auch haben. Aber wir reden ja von dem Unterschied. Wir reden jetzt von dem instantanen Prozess, also von der Bombe in dem Fall. Also man kann das noch wahnsinnig viel komplizierter machen, indem man dabei dann noch Fusionsprozesse einbezieht, dann kriegt man viel mehr Energie und wieder andere Arten von Strahlung und das wird alles dann sehr kompliziert, aber wir gehen mal vom einfachsten Fall aus. Haben diese Kernspaltungen, so, die produzieren, dabei bleiben jetzt halt jede Menge Reststoffe übrig. Das heißt, zum einen ist es das nicht gespaltene Uran oder Plutonium, was in der Bombe drin war, das wird ja nicht komplett alles gleich weggespalten, sondern da bleiben Reste davon übrig. Die werden aber durch die Energie dieser Explosion in einem relativ großen Umkreis verbreitet und die werden auch relativ weit durch den Sog, relativ weit, also durch die Hitze, die da aufgetaucht wird, relativ weit in die Atmosphäre hochtransportiert und regnen dann irgendwo runter. Aber noch in einem relativ begrenzten Umkreis, weil das sind halt wahnsinnig schwere Atomkerne, die schlagen sich in der Regel so innerhalb von ein paar Kilometer Umkreis nieder. Führen dann eben dazu, das sind zum großen Teil Alpha-Strahler, wenn man die aufnimmt, wie gesagt, sehr, sehr schlecht. Deswegen hilft es, falls man sowas überlebt hat, den unmittelbaren Umkreis möglichst schnell zu verlassen. Dann kommt das nächste, sind dann die Spaltprodukte, also das, was übrig bleibt, wenn so ein Atomkern auseinandergerissen wird.
Das sind ganz chemisch ganz unterschiedliche Substanzen, sind auch unterschiedliche, also sind in der Regel Beta- oder Gamma-Strahler oder beides. Also ein wildes Gemisch von irgendwelchen Substanzen, die auch unterschiedlich langlebig sind und die sich auch wesentlich weiter ausbreiten können, weil das einfach leichtere Atomkerne sind. Die können im Prinzip, wenn die einmal in die hohe Atmosphäre geraten sind, um die ganze Welt verteilt werden. Also wir finden heute noch in Luftfilterproben Überreste von Kernwaffenversuchen aus den 1950er Jahren. Das ist also im Wesentlichen ist das radioaktives Strontium, was da übrig bleibt, was man in der Atmosphäre, auch Cäsium-137, was man in der Atmosphäre dann noch sehr, sehr, sehr lange findet. Was aber, vielleicht sollte man es kurz sagen, jetzt nicht per se heute noch ein Problem ist, dass man das findet. Naja, es ist halt sehr, sehr wenig. Man kann es noch messen. Aber das ist eben das auch das Auffällige bei diesen radioaktiven Zerfällen. Dadurch, dass das relativ charakteristisch ist, was dabei rauskommt, kann man es eben sehr, sehr genau identifizieren. Also man kann im Prinzip einen einzelnen Zerfall noch erkennen. Das muss ein Strontium-90-Zerfall gewesen sein. Und das dadurch, ja, es ist halt sehr, sehr wenig. Aber man merkt es noch. Das ist noch da. Und aber ich glaube, was Tommy angesprochen hat, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dazu sagen muss, die Messmethoden sind so unsagbar präzise, ja, weil, wie Holm gerade gesagt hat, es einfach technisch zum Glück sehr gut und klar zu messen ist, weil es eben da ganz charakteristische Strahlung gibt, dass man winzigste Mengen von Strahlung messen kann, die weit, weit unterhalb von dem liegen, was man als gesundheitlich problematisch einstufen müsste. Alexa, also wir müssen auch grundsätzlich sagen, wenn wir die gesundheitlichen Auswirkungen von irgendwelchen Freisetzungen radioaktiver Stoffe betrachten, müssen wir die natürlich immer ins Verhältnis setzen zu dem, was wir sonst an Radioaktivität um uns herum haben. Wobei das ja on top kommt. Ja, ja gut, das kommt on top, aber ich sag mal, wenn du natürlich sagst, da kommt irgendwie ein Millionstel von dem, was wir sowieso um uns herum haben, okay, on top. Während umgekehrt, ich könnte meine ganz normale Umweltradioaktivität relativ problemlos um so 0,3 bis 0,5 Millisievert pro Jahr, das ist nicht ganz, also um 10 bis 20% senken, wenn ich von Bad Homburg 30 Kilometer weiter ziehen würde nach Offenbach. Jeder, der im Rhein-Main-Gebiet wohnt, weiß, dass das, außer er wohnt in Offenbach, findet diese Überlegung wahnsinnig witzig, weil kein Mensch freiwillig von Bad Homburg nach Offenbach ziehen würde. Aber Offenbach sitzt eben auf Flusskies im Main-Tal und das hat kaum Bodenradioaktivität. Und Bad Homburg sitzt auf Schiefer im Taunus und das hat eine relativ hohe Bodenradioaktivität. Die aber auch kein Problem ist. Das macht wahnsinnig viel aus. Aber kein Problem ist. Naja, was heißt kein Problem? Die ist, also das ist jedes Jahr der Unterschied ist ungefähr so groß wie der Unterschied, den ich über meine ganze Lebenszeit durch Tschernobyl hatte. Vielleicht sollte das man ist der Unterschied, wenn ich ein Jahr in Offenbach anstatt in Bad Homburg wohne. Ja, also der Unterschied ist schon relativ groß verglichen mit anderen Dingen, um die wir uns Sorgen machen. Ist es gesundheitsschädlich so, dass du sagst, eigentlich müsste ich hier wegziehen? Nein. Naja, praktisch gibt es Leute, die wohnen an Orten mit noch viel, viel höherer Grundradioaktivität. Ja, und das leben ist auch da. Ruhig Nein sagen, Holger. Ja, also, faktisch nein. Jetzt sind wir bei einem ganz kritischen Punkt bei der Bewertung von Radioaktivität, nämlich bei der linearen Hypothese. Ich glaube, nicht so schnell, langsam. Ja, und von einer subjektiven von einer halben Stunde hatte es Alexa ganz kurz ganz wichtig und dann ist sie verstummt. Ich möchte gerne nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch aus Interesse wissen, was ficht dich an zu dem Zeitpunkt? Ich weiß es sogar noch, erstaunlicherweise. Das ist erstaunlich. Trotz der vielen Informationen in der Zwischenzeit. Ich finde, wir haben jetzt schon in dieser Zeit, in der wir über das Thema reden, sehr schön gesehen, warum ein
ich sage jetzt in Anführungsstrichen, normaler Mensch, der sich nicht tagtäglich genau mit dem Thema beschäftigt, etwas Greifbareres braucht als solche Erklärungen. Wenn er sich vorstellen möchte, wie ein Risiko durch Strahlung zu bewerten ist oder überhaupt, wie man das sichtbar machen kann. Und das ist genau der Grund, warum es die ganze Popkultur zu dem Thema gibt, warum es die Filme gibt, warum es die Superhelden gibt, weil du irgendwie mit dem Thema umgehen möchtest und sozusagen visualisieren willst, was dieser unsichtbare Feind mit dir anstellt oder eben auch nicht. Und wie das passiert, finde ich eigentlich ganz spannend. Also wenn du dann in den 50er Jahren diese Monster-Movies hast, wie Them, wo große Ameisen plötzlich, die durch Strahlung entstanden sind, durch Radioaktivität entstanden sind, die Menschen terrorisieren. Oder Godzilla hast, also das Monster in Godzilla ist ja wirklich so die Visualisierung der Kernkraft, der zerstörerischen Kraft. Vor allem der erste Film, Feind, soweit ich weiß. Genau, ne? Den man da sichtbar machen will. Und ich finde es halt wahnsinnig spannend, wie Leute halt damit umgehen, etwas als Sicherheitsrisiko und wirklich Bedrohung zu empfinden, was sie aber nicht sehen können. Also natürlich kann man eine Atomexplosion sehen, also wenn irgendwo ein Atomtest gemacht wird und bist da in sicherer Entfernung, kannst zugucken, klar, ist das auch irgendwie greifbar, aber im normalen Fall brauchst du halt ein bisschen was Anschaulicheres. Wir auch gerade, ne? Dann halt die Fantasie los und dann fängst du an, Dinge einfach umzusetzen, so wie du dir das vorstellst. Was schon mal hilft, ist so ein dick, 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 dick. Jein, jein. Das auch nicht. Hilft, Dinge vorstellbar zu machen, aber es sagt natürlich überhaupt nichts darüber aus, ob das, was du da misst, irgendwie gefährlich ist. Genau. Und ich glaube, wir sollten noch einen Begriff erklären, den Holm vorhin schon verwendet hat. Und das ist das Wort Millisievert. Das ist nämlich äußerst nützlich in der Debatte, die jetzt kommt. Millisievert ist eine Maßeinheit, die man sich eigens dafür ausgedacht hat, um anzugeben, wie gefährlich radioaktive Strahlung ist für den Menschen. Wir haben ja vorhin schon geredet, es gibt unterschiedliche Sorten von Strahlung und die können all diese Sorten können unterschiedlich viel Energie haben und da könnte man jetzt komplizierte Berechnungen machen, aber das will man nicht, sondern wir wollen eine Zahl haben. Wir wollen eine Zahl haben, die uns sagt, wie viel Angst soll ich von diesem Zeug jetzt haben? Deswegen hat man eben eine eigene Einheit eingeführt, da nimmt man die Energie der Strahlung und berücksichtigt, welche Sorte von Strahlung ist und berücksichtigt auch, welcher Körperteil zum Beispiel ist jetzt betroffen? Auch das macht einen Unterschied, ja, ob das jetzt nur außen auf der Haut ist oder eben in wichtigen Organen oder was auch immer. Und dann rechnet man das alles aus und dann kommt man zur Einheit Sievert. Ein Sievert ist aber sehr, sehr viel. Wenn ich einen Sievert an Äquivalentdosis abbekomme, Äquivalentdosis ist der Begriff für das, was man mit Sievert misst. Ja? Also ein Sievert ist furchtbar viel, das will man wirklich nicht. Deswegen hört man meistens Millisievert, also Tausendstel Sievert. Also bei einem Sievert kannst du ungefähr damit rechnen, wirst du strahlenkrank, also da fangen dann so an, die Haare auszufallen und Durchfall und so weiter. Also jetzt noch nicht zwangsläufig. Bei 7 Sievert weiß man 100% tödlich. Genau, ich glaube 4 Sievert, also 4000 Millisievert ist so die LD50, also die Dosis, bei der 50% der Menschen sterben. Das sind so die Größenordnungen. Und jetzt, um das einordnen zu können, die typische natürliche Dosis, die man abbekommt, ist so zwischen 2 und 3 Millisievert. Und das ist jetzt natürliche Radioaktivität. Und das ist ganz wichtig. Das sind nicht Menschen schuld. Das sind natürliche Strahlung, nicht natürliche Radioaktivität, ist nicht nur Radioaktivität. Aufs ganze Leben oder in einem Jahr? Nein, pro Jahr. Danke. Pro Jahr, genau. Danke. Also pro Jahr 2 bis 3 Millisievert. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Altlasten, nicht irgendwelche Atomtests aus den 60er Jahren, sondern das ist wirklich natürliche Strahlung, der wir ausgesetzt sind. Möchte jemand raten, was die wichtigste natürliche Quelle von Strahlung ist? Die Sonne? Die Sonne, du. Nicht? Nein. Nein. Die Sonne schickt natürlich jede Menge an Sonnenwind ins Weltall. Das sind auch Teilchen. Die können es aber relativ egal sein, weil... Magnetfeld. Ja, genau. Und Atmosphäre, ja. Und
das Licht der Sonne selber ist zum Glück nicht Gammastrahlung, sonst wäre es blöd, sondern Strahlung in einer freundlicheren Wellenlänge, die wir sehen können, aber die uns nicht kaputt macht. Nein, tatsächlich ein großes Thema, über das interessanterweise überhaupt niemand spricht, ist Radon. Das ist ein... Meine Grafikkarte? Das ist die Radeon. Also Radion, du störst recht. Ja. Ein radioaktives Gas, das aus dem Boden kommt an manchen Stellen. Und wenn man Pech hat und einen Keller hat, wo irgendwie aus geologischen Gründen Radon austritt, kann das durchaus ungesund sein. Ach so, nur wenn ich einen Keller habe, wo Radon austritt. Also nicht der... Du solltest deinen Hobbyraum aber besser nach oben verlegen. Man sollte zumindest im Keller regelmäßig lüften. Das hilft schon. Ja? Also in jedem Keller ist das Radon. Das kann in jedem Keller auftreten. Du weißt es halt nicht. Es gibt halt Gegenden, wo es wesentlich häufiger auftritt. Also es gibt so Ecken, typischerweise Kurorte. Bad Gastein ist relativ bekannt dafür in Deutschland. Wegen dem Wasser oder was? Naja, die Kurorte haben häufig warme Quellen und warme Quellen haben mit Vulkanismus zu tun. Und da, wo Vulkanismus ist, tritt häufig auch Radon aus. Okay. Da kann ich aber jetzt schon in den Keller gehen und... Nee, da brauchst du einen Dosimeter, aber besser wäre ein Dosimeter, ne? Ein Dosimeter? Ja. Dosimeter klingt immer wie diese Dinge. Naja, ein Dosimeter misst eben diese Dosis in Millisievert. Ein Zähler, das zählt halt die einzelnen Ereignisse. Das kommt aber in dem Fall, wenn ich weiß, ich messe dieselbe Art von Strahlung, kommt das auch selber raus. Also grundsätzlich, wie gesagt, wenn man in einem Ort wie, sagen wir mal, Bad Gastein wohnt und hat da einen Keller und möchte da regelmäßig sich drin aufhalten, dann wäre es vielleicht ganz sinnig, das tatsächlich mal messen zu lassen. Ansonsten in den meisten Räumen macht das keinen Sinn, das zu messen. Sag mal, aber so, was erzählt ihr denn da für Zeug gerade? Das klingt doch so total. Ja, wie was? Wieso? Ich meine, versuch das doch mal aus meiner Perspektive nachzuvollziehen, dass ich jetzt gerade erzählt bekomme, ja, so Keller ist nicht so Keller. Ich habe einen Hobbyraum im Keller. Ja, und das ist genau der Punkt. Der Unterschied, wieso ist genau das jetzt der Punkt? Keller-Hobbyraum haben und nicht Keller-Hobbyraum haben, ist möglicherweise größer als der Unterschied zwischen Fukushima ereignet sich 1000 Kilometer neben dir oder nicht. Sollte das jetzt beruhigend sein, oder was? Kostet 30 bis 40 Euro, das mal messen zu lassen, wenn du das einschickst und Dosimeter. Ich gehe nie wieder in meinen Keller. Doch, mein Bonussohn wohnt im Keller. Und dazu kommen jetzt noch allerlei andere Strahlungsquellen. Auch durch die Nahrung nehmen wir radioaktive Substanzen auf. Kann man das, vielleicht können wir noch mal kurz beim Keller bleiben? ich hätte das gerne irgendwie entweder relativiert, bei allem Spaß, oder irgendwie erklärt, oder wie viel Millisievert habe ich dann da durch das Radon nochmal in Bad Homburg? Eins pro Jahr, also ein Millisievert pro Jahr ungefähr Größenordnung. Das kommt halt massiv drauf an, die allermeisten Leute halt tatsächlich so ziemlich null. Und ich bin die allermeisten. Es kann halt auch mal vorkommen, dass jemand, der in der Souterrain sein Souterrain-Schlafzimmer hat und nie lüftet, dass der halt dann auf 5 Millisievert im Jahr kommt. Also das ist... Weil das Millisievert aus dem Boden ihm sein Souterrain vollpumpt mit Radioaktivität. Weil das Radon halt aus dem Boden ausgast, sich in der Wohnung halt dann, wenn die halt gerade Souterrain-Wohnungen sind, da anfällig, wenn man sie schlecht lüftet, halt ansammelt. Wenn man das dann einatmet und das Radon sich jetzt gerade in der Lunge umwandelt, dann zerfällt das halt in irgendwelche anderen Kerne, die sich auch in der Lunge niederschlagen können. Also Radon ist ja ein Edelgas, das reagiert ja nicht, aber das, was daraus, das, wozu es zerfällt, kann halt möglicherweise sich ablagern. Alexa, bin ich der Einzige unter uns, der... Nein, ich bin schon ganz... Was ist sieben Minuten, dass ich blass geworden bin? Ganz entspannt, wir sind sehr weit oben in der jetzigen Wohnung und ich werde immer dafür sorgen, dass ich relativ weit oben wohne. Im Elfenbeinturm, ganz oben. Wie kann denn, also ich meine, vielleicht jetzt mal eine Frage, die wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun hat und auch nicht mit meiner persönlichen Situation, aber wo kriege ich so ein Messgerät her? Bei Konrad Electronics oder was? Kannst du kaufen, aber wenn du nur wissen willst, was in deinem Keller los ist, ist es wahrscheinlich besser, sich ein exaktes Gerät irgendwie auszuleihen oder irgendwas wo man so ein Filmdosimeter, was man dann einschickt oder sowas. Also, ich schick dir nachher einen Link vom Bundesamt für Strahlenschutz. Kann man alles über das Internet. Genau, da kann man das machen. Also wenn jetzt die 1190 sichtbaren Zuschauer alle von heute auf morgen sagen, ich glaube, ich sollte mal kurz was mit meinem Keller machen.
dann ist das aber hier bei dem Online-Händler unseres Vertrauens dann unter Platz 1 und ich kriege keins mehr. Ach du Scheiße. Okay, aber es ist... Ich sag mal, das würde ich alles unter allgemeine Lebensrisiken fassen. Das ist jetzt nichts, was bei irgendjemandem spektakulär hoch ist. Das gehört halt zum Sterben dazu. Das ist einer von ganz, ganz vielen Faktoren, die unser Leben halt irgendwie beeinflussen und die einfach dazugehören. Das gehört halt. Das Argon ist halt insofern ein bisschen relevant, als wir ja steuern können. Also wir können es messen, wir können im Zweifelsfall lüften. Also das ist ja jetzt nichts. Okay, also das heißt wirklich, ja. Lüften hilft schon. Ja, ja, lüften hilft, klar. Lüften geht. Ohne Scheiß, wenn ich vorher irgendwem das erzählt hätte, dass er gesagt hat, du, bei uns im Keller ist radioaktiv, du musst halt lüften, hätte ich mir gedacht, was bist du für ein Vollidiot? Ich meine, es gibt andere. Ja, lüften. Ja, wenn auch die Atombombe losgeht, einfach stell's mal Fenster nicht, auf. Stell's nicht unter dem Türbogen, mach's erst mal Fenster auf. Also es gibt andere Teile der natürlichen Radioaktivität, an denen kannst du gar nichts machen. Kalium 40. Also es ist eine natürliche Radioaktivität, die hat jeder exakt gleich viel im Körper, also exakt gleich viel pro Kilogramm in seinem Körper, weil unser Körper eine gewisse Menge Kalium beinhaltet. Ja, du hast mehr. Okay, und dieses Kalium, Kalium bringt. Enthält immer einen gewissen Anteil radioaktives Kalium 40 und der ist auch eigentlich immer gleich. Da können wir überhaupt nichts dran ändern, das ist einfach immer da. Und das kann auch immer zu irgendwelchen Mutationen im Körper führen. Das kann theoretisch Krebs auslösen. Wir können nichts dran ändern. Das ist halt immer da. Die Frage ist jetzt, ist das in diesen kleinen Mengen ein Problem? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Hm. Schade. Ich hätte sie wirklich gerne einfach beantworten. Die Hoffnung in deinem Gesicht. Das ist eigentlich vollkommen egal. Nein. Wir wissen bei allen schädlichen Dingen, der Schaden hängt irgendwie mit der Dosis zusammen. Das ist klar. Jetzt gibt es Untersuchungen. Es gibt Untersuchungen von Leuten, die sehr, sehr hohe Strahlendosen abbekommen haben. Zum Beispiel eben Leute bei nach Atombomben abwürfen. Also eigentlich ist alles, was wir darüber wissen, über die Schädlichkeit dieser Strahlung, also von kleinen Strahlendosen, stammt von Leuten, die in Hiroshima oder Nagasaki ziemlich große Strahlendosen abbekommen haben. Genau, das ist da sehr tragisch. Das sind halt Leute, die nicht ein Millisievert, wie wir jetzt geredet haben, abbekommen haben, sondern mehrere tausend. Ja? Und jetzt kann man ausrechnen, die kann man in Gruppen unterteilen und dann sehe ich, okay, die Gruppen, die da höhere Dosis abbekommen haben, die sind zu einem größeren Prozentsatz gestorben, als die Gruppen, die eine kleinere Dosis abbekommen haben. Klingt alles wunderbar schön. Ne? Geht und das so. Kann ich dann findest du? Entschuldigung. Ja. Nachvollziehbar, Entschuldigung. Ist ja nicht bitte schön, aber es nicht klingt nachvollziehbar. Ja, okay. Und da kann ich dann eine Grafik bauen und kann eine Linie durchlegen und dann kann ich sagen, okay, je mehr Strahlung, umso mehr Schäden. Und jetzt gehe ich davon aus, dass diese Linie sich irgendwie auch bis zu den ganz kleinen Dosen, über die wir jetzt gesprochen haben, fortsetzt. Das heißt, wenn ich einer ganz kleinen Menge von Strahlung ausgesetzt bin, wie zum Beispiel dem Radon in meinem Keller, dann wird mich das nicht mit großer Wahrscheinlichkeit umbringen, aber halt mit einer kleinen. Ja? Das ist aber jetzt eine Hypothese. Ob das stimmt, weiß man nicht. Es ist zum Beispiel nämlich auch so, dass der Körper ja gewisse Selbstschutz- oder Selbstreparaturmechanismen hat. Ja? Das heißt, es ist auch die Annahme durchaus sinnvoll zu sagen, naja, vielleicht ist eine kleine Menge von Strahlung egal, weil es kann zum Beispiel sein, dass Strahlung zu irgendwelchen DNA-Brüchen führt in unseren Zellen und der Körper hat Mechanismen, die diese DNA dann reparieren können. Das funktioniert aber nur, solange nicht zu viele Brüche da sind. Irgendwann sind diese Reparaturmechanismen überfordert. Jetzt könnte es natürlich sein, dass bis zu einer gewissen Schwelle die Strahlung überhaupt nichts tut, ja? dass die relativ egal ist und erst ab diesem Grenzwert geht es nach oben. Das Problem ist, das wissen wir nicht, weil es einfach nicht naturwissenschaftlich möglich ist, das jetzt wirklich im Detail herauszufinden. Also das Problem ist faktisch, der Mechanismus, über den das gefährlich sein kann, ist eben Tumorbildung. Und auf dem Tumor steht halt leider nicht drauf, wodurch er entstanden ist. Das wäre ja was. Ob der Tumor entstanden ist, weil mein Nachbar geraucht hat und der Rauch durchs Fenster in meine Wohnung gezogen ist, oder ob ich Argon eingeatmet habe und dadurch einen Lungenkrebs gekriegt habe,
oder ob ich einen Lungenkrebs gekriegt habe, weil ich einfach nur ein genetisches Problem und Pech hatte. Oder ich muss einmal gerade fragen, du sagst mal Argon. Ist es Argon oder Radon? Ist doch Radon, oder? Radon, Entschuldigung. Argon tut uns nichts, ja. Argon habe ich doch auch mal gelernt. Argon ist außer man erstickt dran. Aber vielleicht kann ich die Problematik noch mit einem kleinen Zahlenbeispiel besser erklären. Wird es dann besser? Nein. Ich glaube, also, nehmen wir an, Leute bekommen eine Dosis von 100 Millisievert ab. Ja, also wie gesagt, vorhin 2 bis 3 pro Jahr ist normal. Und jetzt kommen auf einen Schlag 100 dazu. Das ist noch weit weg von Atombombenabwurf, aber es ist schon sehr ordentlich. Ja? Was passiert jetzt? Man geht davon aus, aufgrund von Studien, dass bei 100 Millisievert unter 100 Personen etwa ein zusätzlicher Krebsfall zu erwarten ist. Wohlgemerkt, zusätzlich zu, Moment, jetzt muss ich die Zahl nachsehen, zusätzlich zu 42 Krebsfällen, die natürlich zu erwarten wären. Das heißt, ich habe 100 Leute, die setze ich 100 Millisievert zusätzlich aus. Ohne diesen zusätzlichen 100 Millisievert würden 42 dieser Leute an Krebs erkranken. Und mit dieser Zusatzstrahlenbelastung von 100 Millisievert, die eben schon relativ substanziell ist, sind es halt statt 42 dann 43. Das ist unerfreulich, aber man sieht hier schon, warum es schwer ist, das zu erforschen. Weil der Unterschied zwischen 42 und 43 von 100 ist halt wirklich nicht viel. Und wenn wir dann noch von viel kleineren Dosen reden, wo dann der Unterschied vielleicht nicht von 42 auf 43 ist, sondern von 42 auf 42,04, dann wird es halt ziemlich statistisch unmöglich, das noch nachzuweisen. Gibt es denn da auch, ja, bitte? Wir haben da eine ganz interessante Anekdote, weil wir mal vor einigen Jahren... Hast du Anekdote gerade gesagt? Anekdote. In dem Fall, danke. Vor einigen Jahren mit dem damaligen Professor für Raumfahrtmedizin beim DLR und der ESA in Köln gesprochen haben, mit Robert Gerzer damals, und haben ihn dann mal gefragt, wie das denn so wäre bezüglich so einer Mars-Mission, wie da die AstronautInnen ausgewählt werden würden. Und das war hochinteressant, weil er dann sagte, naja, die werden wahrscheinlich ein eher höheres Lebensalter haben, also so mindestens Mitte 40 oder älter. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, Astronaut, da muss man doch topfit sein und so. Dann sagt er, ja, natürlich müssen die gesundheitlich fit sein, aber wir würden eher dazu tendieren, ältere Astronauten zu so einer Mars-Mission zu senden. Dann sagt er, es gibt zwei Gründe. Das eine ist tatsächlich, wenn man gemischte Teams schickt, ist die Libido ab einem gewissen Alter ein bisschen gebremst. Und dann sagt er, das kann durchaus hilfreich sein auf einer langen Reise, wo man das nicht medikamentös oder chemikalisch unterdrücken möchte. Und das Zweite, sagte er, ist, dass man bei einer Reise zum Mars damit rechnen muss, dass die AstronautInnen einer sehr hohen Strahlendosis auf dem Weg ausgesetzt sind. Während der ganzen Reise. Man kann die natürlich schützen, aber so richtig doll schützen geht halt auch nicht, weil du kannst den Raumschiff nicht komplett mit Blei auskleiden, dann ist es zu schwer. Dann kriegst du es nicht ins Weltall und schon gar nicht beschleunigt, damit es zum Mars kommt. Und da hat man also recht rumgerechnet und hat herausgefunden, dass wenn man ältere AstronautInnen nehmen würde für so eine Mission, dann würden die zwar eine höhere Strahlendosis bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Krebs entwickeln, würde dann aber mit der natürlichen Lebenserwartung, die man sowieso hat, zusammenfallen. Das heißt, das war so ein Rechenexempel, was er aufgemacht hat, dass die dann eventuell Krebs bekommen, aber der so spät im Leben dann auftreten würde, wenn sie heile zurückkommen, dass das sowieso mit ihrer natürlichen Lebenserwartung ist. Das hat mich tief beeindruckt, wie da gerechnet wird und wie da dann sozusagen in dem Bereich mit der Strahlenbelastung durch so eine Tiefraummission umgegangen wurde. Fand ich hochinteressant. Ja, also wir sind weitgehend über den Punkt weg, wo wir uns über Radioaktivität großartig Gedanken machen müssen. Also wie meinst das ist du? Tatsächlich im Sinne von ja, wenn man mal davon ausgeht, dass man vielleicht keine Kinder mehr kriegt und ach, wir als Personen jetzt. Wir als Menschheit. Wir fünf. Ja, okay. Ja. Auch, sagen wir mal, selbst die Kindheit schon und die Jugend schon hinter sich hat, dann ändert das, da muss man also schon ziemlich heftige Strahlendosen abkriegen, damit das noch was an der Lebenserwartung ist. Was ist denn jetzt mit den Pilzen, die Tschernobyl verstrahlt sind hier, und mit Wildtieren, die Tschernobyl verstrahlt sind hier in der Gegend, wo ich wohne? Was ist denn da jetzt?
Ich hasse Pilze, insofern ist es nicht so schlimm, aber ich kenne Leute, die wirklich wie Scheunendrescher Pilze in sich reinfressen. Ich esse sehr, sehr gerne Pilze, ich sammle auch gerne Pilze, ich kann sie noch nicht gut erkennen, insofern brauche ich immer jemanden, mit dem ich Pilze sammeln gehe. Der sich vorkostet oder wie jetzt? Nein, ich brauche einfach jemanden, der sich auskennt. Aber bei dir in der Gegend ich auch gerne doch, von anderen gesammelte Pilze. Aber bei dir ist es doch nicht so schlimm wie bei uns. Mir da ganz ehrlich in Deutschland auch überhaupt keine Gedanken. Also wir können nachweisen, dass wir gewisse Erhöhung der Strahlenwerte haben in Wildschweinen. Wildschweine fressen aber sehr, sehr viele Pilze und das vor allen Dingen jeden Tag. Wie mein Stiefvater. Das tun wir Menschen in aller Regel nicht in der Größenordnung. Dementsprechend, wie gesagt, also da würde ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken. Es gibt doch so Gegenden, wo es viel, viel höher ist, wie zum Beispiel im Bayerischen Wald. Also es gibt natürlich Unterschiede innerhalb Deutschlands. Der Bayerische Wald hat nach Tschernobyl deutlich mehr Fallout mitbekommen als andere Teile Deutschlands. Ich weiß gar nicht, wie das in Österreich aussieht. Da war, glaube ich, auch mehr als in Deutschland. Ne? Österreich hatte großes Pech damals nach Tschernobyl und hat wirklich ganz viel von dem radioaktiven Regen abbekommen. Auch ein Grund dafür, dass in Österreich die Anti-AKW-Bewegung bis heute extrem stark ist. Also was die Pilze betrifft, wenn ich Pilze sammeln gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben, weil ich irgendwie einen giftigen Pilz erwischt habe, sicher deutlich größer als die Wahrscheinlichkeit, dass mir die Radioaktivität schadet. Aber? Entscheidende ist das, was Holm anfangs schon gesagt hat. Wenn ich meinen Wohnort wechsle von einer Stadt in eine andere, dann hat das möglicherweise einen viel, viel größeren Effekt auf die Dosis, die ich abbekomme, als ob ich diese Pilze esse oder nicht. Also, aber ich muss doch trotzdem nicht machen. Ich meine, das ist richtig. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man da das untersucht. Und wenn man weiß, dass aus dieser Gegend die Pilze belastet sind, dann ist vielleicht besser, die nicht zu essen. Das ist vollkommen richtig. Aber man muss auch Ängste richtig einschätzen. Und es ist irrational, wenn ich Angst habe vor etwas, was weniger gefährlich ist, als etwas anderes, über das ich mir überhaupt keine Gedanken mache. Also wenn ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken mache, ob mein Wohnort jetzt vielleicht ungünstig ist aus Strahlungsgründen, dann ist das so die Größenordnung, die ich auch woanders logischerweise dann nicht tragisch nehmen darf. Also die Frage, ob ich meinen Keller macht viel mehr aus als die Frage, welche Pilze ich esse. Genau. So. Wes Pilz ich esse, des Keller ich lüft. Frage ist nur... Das macht inhaltlich gar keinen Sinn, es klingt nur lustig, aber das reicht ja manchmal auch schon. Es macht aber doch irgendwie auf. Lass uns nicht länger darüber nachdenken, sonst zerfällt es wie ein Atomkraftwerk. Wie ein Atom. Die Sache ist die, nur wenn man jetzt sagt, die Pilze jetzt als Beispiel, wenn wir jetzt einfach darauf rumreiten, machen ja lange nicht so viel aus wie der Wohnortwechsel. Dann heißt es ja zwangsläufig nicht unbedingt, dass das insgesamt jetzt viel oder wenig ist, nur weil ich mir über etwas keinen Gedanken mache, weil ich keine Ahnung davon habe, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht trotzdem dumm ist. Ein Problem. Also jetzt müsste man ja mal wissen, wie viel in so einem Pilz drin ist. Und Florian hat ja schon gesagt, selbst bei einer, was war es, 1 Millisievert, war es ein Beispiel von 42 auf 43. Jetzt weiß er, das müsste man mal runterrechnen. Wie viel ist denn da so drin in so einem Kartoffel? Bei 100 Millisievert war das. Ja, also das zeigt ja schon, du steigerst halt dein Risiko, wenn du dann noch rauchst und Alkohol trinkst oder anders ausdrückst. Wahrscheinlich ist der konsumierte Alkohol krebserregender als die Strahlung der Pilze. Ich finde, das ist aber auch wieder ein schöner Beweis dafür, dass wir bessere Wissenschaftskommunikation brauchen, weil aus den Medien wissen wir alle, Hilfe, die Pilze sind verstrahlt und natürlich denken wir dann alle, oh, jetzt esse ich keine Pilze mehr, aber über Keller wird überhaupt nicht geschrieben. Niemand spricht über Keller. Auf die Seite gehen, dann musst du sagen, heute informiere ich mich mal über Radioaktivität im Keller. Stell mal vor, die würden klingeln kommen. Guten Tag, ich komme vom Bundesamt für Strahlenschutz, haben Sie heute schon gelüftet. Ich wollte mal Ihren Keller messen. Könnte ich mal in Ihren Keller runter die Radion messen hier? Danke. Ich finde das mit dem Rauchen und dem Alkohol finde ich ein ganz gutes Beispiel, weil wir vergleichen jetzt immer irgendwie Gefährlichkeit von einer Strahlungsart mit der anderen Strahlungsursache oder sowas,
Aber wenn du zu den Pilzen ein Bier trinkst, ist das mit Sicherheit gefährlicher. Okay, damit kann ich leben. Also über alle Schädigungsformen hinweg definitiv. Und wie ist das bei Russian Berry Schweppes mit einem leichten Schuss Wodka? Ich frage jetzt einfach nur für einen Freund. Für Freunde, ja. Da ist ja die Frage, aus welchen Kartoffeln ist der Wodka gemacht und kommen die Kartoffeln aus der Nähe von Tschernobyl? Nein, also da habe ich tatsächlich mal einen Artikel drüber geschrieben auf quantenquark.com. Über mein Getränk? Artikel heißt Wodka aus Tschernobyl und wie wir mit Risiken umgehen. Nein, das klingt wie ein Buch von Bernd Harder. Tatsächlich, vom 11. August 2019 auf quantenquark.com. Da habe ich mir genau über diese Fragen halt mal Gedanken gemacht, weil sich da tatsächlich jemand überlegt hat, es gibt Weizen aus der Umgebung, also ich weiß nicht, war der aus der Ukraine oder aus der Ukraine. In der Nordukraine, also Nähe von Tschernobyl, da wurde Weizen angebaut. Da hat man festgestellt, der Weizen liegt etwas über den Radioaktivitätsgrenzwerten für Nahrungsmittel. Mit anderen Worten, man darf ihn nicht als Nahrungsmittel verkaufen. Dann ist also jemand auf die brillante Idee gekommen, wenn man aus diesem Weizen Wodka macht. Das ist ja kein Nahrungsmittel. Durch die Destillation ist dieses Cäsium-137 in dem Wodka ja gar nicht drin. Der Wodka ist dann nicht radioaktiv, sondern das Cäsium bleibt sozusagen in der Maische übrig. Ach, aber. Also, und dieser Atomic-Wodka, Atomic-Wodka! Der heißt Atomic, ja. Was er dann nicht ist. Genau, ja. Aber es ist halt trotzdem Wodka und der Wodka ist also dann zwar nicht mehr radioaktiv, aber er ist natürlich trotzdem gefährlicher als der Weizen. Also, der Grenzwert für Weizen ist natürlich daran ausgerichtet, dass man jeden Tag irgendwelche Getreideprodukte isst. Deswegen ist der Grenzwert für Radioaktivität in Getreideprodukten logischerweise sehr, sehr viel niedriger als der Grenzwert für Radioaktivität in Pilzen. Außer wir würden jetzt alle Pilzbrot essen jeden Tag. Im Keller. Im Keller. Und bei geschlossenem Fenster. Aber grundsätzlich für sozusagen Grundnahrungsmittel geht man im Allgemeinen davon aus, dass die Belastung sehr niedrig sein darf. Deswegen kommt das eben immer wieder auch noch in der Ukraine immer noch vor, dass halt Weizenproduktion auftritt, wo man sagt, die darf man eigentlich nicht verwenden. Natürlich Wodka draus machen, was okay ist, wenn man Leute hat, die sowieso Wodka trinken würden, dann ist es auch wieder, dann hebt sich das Risiko halt auch wieder weg. Aber man darf jetzt nicht, grundsätzlich finde ich, ist der Wodka einfach, ja, lieber kein. Wodka trinken Sie denn so, Herr Krabbeweiß? Sehr wenig tatsächlich. Ja, dann ist also wirklich mikroskopisch. Ja. Sehr gut. Aber das, wie gesagt, das fand ich jetzt gerade einen schönen Aufhänger mit dem Wodka aus Tschernobyl. Es ist erstaunlich, wo uns diese Gespräche immer wieder hinführen. Es ist unfassbar. Aber wir haben bis jetzt Artikel drüber hat. Wir haben bis jetzt vor 2 Jahren gewusst, dass wir heute darüber reden. Und nein, Alexander, ich wollte heute darüber reden, weil ich vor zwei Jahren natürlich. Aber merkt ihr, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben? Wir haben nicht über Nazis gefahren. Hätte ich aber auch noch. Jetzt hast du es gesagt. Wir hätten es jetzt vielleicht geschafft, eine Folge komplett ohne. Das wäre aber nicht gut gewesen. Also die spielen da drin, also zumindest die historischen Nazis spielen da drin, aber auch eine relativ geringe Rolle, weil sie tatsächlich anders als gelegentlich gemunkelt wird, sagen wir mal, in der Kernwaffenforschung nicht wahnsinnig weit waren. Gott sei Dank, um Gottes Willen. Wobei natürlich die Kernspaltung Otto Hahn und Lise Meitner Ende der 30er Jahre Deutschland, also Deutschland wäre wahrscheinlich nicht wahnsinnig weit davon weg gewesen, funktionierende Reaktoren irgendwann zu bauen. Reaktoren, immerhin. Reaktoren, okay. Ja. Also einen Reaktor zu bauen ist einfacher als eine Bombe zu bauen, dafür muss man das Material längst nicht so stark anreichern und so weiter. Also in dem Sinne ist es einfach. Ja, technisch ist eine Bombe relativ simpel. Ja, aber die Schwelle, bis du das Material zusammen hast, ist wesentlich höher. Ah, ist das der Hintergrund dieser Diskussion beim Iran? Genau, ja.
Du musst, der Iran hat halt diese Ultrazentrifugen, mit denen man Uran anreichern kann. Und die Idee ist halt einfach, also für Kernkraftwerke musst du das Uran nicht wahnsinnig weit anreichern, jedenfalls für konventionelle Kraftwerkstypen. Und man stellt sich natürlich schon die Frage, warum die diese Art von Zentrifugen in dieser Größenordnung brauchen, wenn sie damit nur Kraftwerke betreiben wollen. Aber wenn man das hoch angereicherte Uran mal hat, dann ist es wahnsinnig einfach, eigentlich eine Atombombe damit zu bauen. Ach super. Also, das war mir das Kellerthema noch lieber. Ja, das sind ja mal schöne Nachrichten. Ich muss nur die kritische Masse erreichen. Ich gehe mal lüften. Eine bestimmte kritische Masse, wenn ich die an hoch angereichertem Uran habe, dann geht das hoch. Dann gibt es eine unkontrollierte Kettenreaktion und eine riesengroße Explosion. Wenn ich die Hälfte von der kritischen Masse habe, dann passiert da noch nichts. Das heißt, ich brauche eigentlich nur zwei Stücke Uran und lasse das eine auf das andere drauffallen. Damit idealerweise, wenn ich nicht mehr da bin. Idealerweise, wenn du nicht mehr da bist. Genau. Sag einmal, wie viele Atommächte in Anführungsstrichen gibt es denn, die nicht offiziell Atommächte sind? Kann man das vermuten? Ja gut, also es gibt offiziell die USA, Russland, China, Indien und Pakistan inzwischen auch ziemlich offiziell. Mhm. Wir wissen, dass Nordkorea irgendwelche Gerätschaften in dieser Art hat. Wie gut die tatsächlich funktionieren, so gut, ist nicht so ganz so klar. Gut, ja. Und Israel? Also meine Vermutung ist tatsächlich nicht. Nein? Tatsächlich, ja. Also es gibt da gewisse Geschichten, dass Israel 2, 3, 4, es gab wohl mal ein Forschungsprogramm da. Ich halte das weitestgehend für nicht irrsinnig plausibel. Aber Israel lebt natürlich relativ gut damit, wenn seine Nachbarn das nicht ganz ausschließen können. Mhm. Aber das ist jetzt so ein bisschen so aus dem, was öffentlich zugänglich ist, meine Meinung. Okay. Aber Alexa, dein Gefühl ist ein anderes. Achso, so? Ich bin aber viel zu uninformiert. Ich auch, total. Aber ich hatte auch angenommen. Über die Klappe. Ja, genau. Und es kann genauso gut sein, dass wir hier tatsächlich einer antisemitischen Propaganda aufsitzen durch das Gefühl. Das weiß man, das ist schwer zu sagen für uns jetzt als einfach nur öffentliche Dinge konsumierende. Gut. Ja, also ich meine, bei der Bedrohungslage für Israel durch den Iran, durch die Nachbarn, ja, wäre es natürlich gut, wenn sie zur Abschreckung hätten, aber ich weiß es halt nicht. Es gibt von einem ehemaligen Parlamentspräsidenten gibt es so Aussagen, dass Israel solche Waffen hätte. Gut, wir wissen es nicht und wir wollen auch auf gar keinen Fall irgendwelche Dinge schüren, ganz im Gegenteil, wenn dann. Aber es ist ja dann trotzdem noch, na gut, überschaubar ist so eine Sache, weil ich meine, wenn eines dieser Länder, es ist mehr als genug da. Genau, und wie oft könnte man die Erde nuken jetzt? Achso, wir haben England und Frankreich natürlich nicht. Natürlich. Richtig. Ja. Wie oft können wir die Erde nuken? 100 Mal? Ja, das ist, glaube ich, deutlich weniger inzwischen. Wir hatten ja über Start oder sowas. Mhm. Einmal würde mir ja reichen. Also. Das halte ich aber auch für eine relativ irrelevante Zahl. Also ab einmal ist es egal. Ja. Da gab es also der allergrößte Teil der Kernwaffen ist nach wie vor in der Hand der USA und Russlands. Auch vor allen Dingen der besonders besonders starken. Ja, genau, leistungsfähig klingt da irgendwie seltsam in dem Zusammenhang, ja. Okay. Da gab es nicht diese Geschichte von diesem einen russischen, ich weiß nicht, was es war, General oder so, von dem man sagt, er hätte den Atomkrieg verhindert, weil er die falschen Informationen nochmal überprüft hat oder so und nicht auf okay, jetzt starten gedrückt hat? Ja. Ja. In der Tat. Oh, ich komm aber nicht mehr. Es gab einen Fehlalarm und der hat dann am Ende sich im Grunde genommen nochmal rückversichern wollen, hat sich geweigert, einen Schlüssel umzudrehen und ist. Hat die Welt gerettet damit. Ja. Hat im Grunde genommen, er hat zumindest keine Atomwaffen Richtung Amerika geschickt und das wäre natürlich dann. Stanislav Petrov hieß der Mann. Danke. Genau. Krass, oder?
Also, ich weiß nicht, ob einer noch den alten Film War Games mit Matthew Broderick kennt, der genau mit diesem Szenario spielt, fand ich sehr, sehr gruselig. Hat mich als Jugendlicher schwer beeindruckt, diese beiden Soldaten, die da in so einem Bunker sitzen und die Anweisung bekommen und darauf, ich meine sogar, der Film beginnt ja so, wie sie dann so beide den Schlüssel drin haben und irgendwie die Anweisung bekommen. Und einer möchte dann nicht und dann zieht der andere eine Waffe und richtet die Waffe auf ihn und sagt, wir haben den Befehl bekommen, du musst jetzt umdrehen. Das ist dann eine Übung, wie sich dann rausstellt im Film. Das ist eine Szene, die ich, glaube ich, mein Lebtag nicht vergessen werde. Das ist die Zeit, in der ich als Jugendlicher aufgewachsen bin. Ja, und ich habe Dr. Strangelove oder How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb relativ früh gesehen und der hat mich ganz extrem beeindruckt. Sowohl tatsächlich von der Art von Humor, als auch von der Brisanz, die der Film vermittelt. Also das war wirklich beeindruckend. Und vom Filmischen auch. Also ja, der War Room. Der War Room und wenn dann am Schluss irgendwie Slim Pickens auf der Bombe reitend. Die IHA nach unten fällt, weil niemand diese Flugzeuge aufhalten konnte, weil man ihnen gesagt hat, man wird versuchen, euch aufzuhalten. Wie clever eigentlich. Das hat mich wirklich nachhaltig verstört und beeindruckt. Und da ich ja sowieso, also ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, du siehst, keine Ahnung, auf irgendeinem Rummel, bei uns jetzt eben auf dem Oktoberfest, du siehst eine Achterbahn, die ist aufgebaut, dann siehst du so ein Schild, da steht drauf, junger Mann zum Mitreisen gesucht und dann siehst du zum Beispiel so einen jungen Mann, der da steht und der ist jetzt zumindest in meinem Klischeehirn, das sind sie natürlich nicht wirklich und das ist auch nicht wirklich ernst gemeint, aber in meinem Klischeehirn ist das halt so ein relativ abgerissener Typ und ich denke mir, okay, der hat das Ding aufgebaut und ich soll mich da jetzt reinsetzen? Nicht wissend natürlich, dass dieser Mann wahrscheinlich der Einzige ist, der es gut aufbauen kann, sodass mir nichts passiert. Ich selber wäre viel weniger geeignet dafür und es wäre viel schlimmer und garantiert tödlich, wenn ich eine Achterbahn aufbauen würde und der Typ kann es. Trotzdem habe ich sofort das Gefühl, nee, das möchte ich irgendwie nicht, weil ich ein Grundmisstrauen einfach gegenüber Menschen generell habe, wenn ich mich komplett in deren Obhut begeben soll. Der Kontrollverlust, ja. Da muss man der Vollständigkeit aber auch sagen, dass bei jedem Rummel speziell ausgebildete TÜV-Menschen kommen, die sehr viel Geld bekommen von den Rummelleuten, die diese ganzen Sachen noch einmal auch abnehmen. Und da gibt es sehr genaue Prüfmechanismen und Unterlagen. Da wird also sehr, sehr viel kontrolliert. Es ist, ich weiß nicht, ob im Oktoberfest jemals irgendwie tatsächlich mal so eine Gondel eigentlich gerade ausgefahren ist, wo sie um die Kurve sollte. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Aber ich wollte damit eigentlich eher meine Paranoia ausdrücken. Und dass ich irrigerweise Leuten, die eigentlich sowas können, weil sie es täglich machen, wenig vertraue, was eigentlich Quatsch ist. Ja, also so rum wollte ich es eigentlich erklärt haben. Und das mal 1000 Millionen gilt für solche Dinge. Und da hat dieser Film einfach total nochmal meine Paranoia geschürt, dass ich mir dachte, oh Gott, aber Menschen sind doch so dumm, um Gottes Willen. Und Darf ich gerade noch mal was zum Thema israelische Kernwaffen sagen, einfach nur, weil ich da nicht falsch verstanden werden möchte. Also ich gehe davon aus, dass jemand, der funktionierende Kernwaffen hat, die wenigstens einmal irgendwo getestet haben muss. Also deswegen wissen wir, dass Nordkorea, es gibt dieses Stockholm Institute for... Haben die nicht unterirdisch getestet? Nein, also einen ernsthaften Kernwaffentest kann man nicht heimlich machen. Das bekommt man mit. Moment, das sind zwei verschiedene Dinge. Unterirdisch und heimlich ist nicht dasselbe. Also ich kann auch, man kann natürlich unterirdische Atomwaffentests machen, aber das heißt nicht, dass andere Leute es nicht mitbekommen. Okay. Inzwischen zumindest. Also wir haben auch die nicht gut funktionierten Kernwaffentests in Nordkorea. Konnte man durchaus über die Wellen im Boden und ähnliche Dinge. Also sie haben Tests gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Naja, jedenfalls nicht so, wie man eigentlich. Man weiß natürlich nicht ganz genau, was die im Detail da gemacht haben. Aber wenn man einen normalen Kernsprengkopf testet, also sowas wie jetzt in Pakistan oder in Indien, die das relativ. Also ich meine, da war das ja auch eine Machtdemonstration, muss man ganz klar sagen. Da konnte man sehen, das war eine normal große
Kernexplosion, wie man halt das so erwarten würde. Und in Nordkorea nicht. Das war ein Bruchteil davon. Und es war halt die Frage, haben die nur so ein bisschen rumgebastelt oder hat das Ding nicht richtig funktioniert oder weiß man halt nicht. Vielleicht wollte der Kim Jong-un einfach irgendwie was, wo er wieder drauf starren kann. Ja, also wahrscheinlich. Und das gibt's eben, sowas gibt's eben von Israel nicht. Es gibt Spekulationen über einen angeblichen Test, der schon 1979 gewesen sein soll. Nochmal dieses Stockholm-Institut rechnet, gibt sogar Zahlen an, Israel hätte 90 Sprengköpfe und Nordkorea hätte 25. Das ist sozusagen errechnet aus dem Material, das die haben, mit dem man Sprengköpfe bauen könnte. Mhm. Okay. Also nachvollziehbar ist da nichts, aber wie gesagt, Israel lebt mit dem Gerücht sehr gut. Und die haben mit Sicherheit, also die haben auch da in die Richtung geforscht, das muss man auch... Ja. Mhm. Vielleicht eine ganz witzige Fußnote dabei ist ja, dass das vermeintliche Roswell-UFO, was ja, glaube ich, zu einer weltweiten Bekanntheit gelangt hat, stimmt, das war so. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ist die wahrscheinlich sinnvollste Hypothese, was das denn gewesen ist, was die da gefunden haben, was abgestürzt ist, vermutlich ein Messgerät war, ein Atmosphärenballon, den man eingesetzt hat, um Atomtests der Russen zu detektieren. Da war man nämlich schon dran am Arbeiten. Und weil man aber natürlich nicht wollte, dass der Gegner im Kalten Krieg weiß, dass die Amerikaner mit das dieser Technologie experimentieren und Messgeräte in die Atmosphäre ausbringen. Da war ihnen lieber, dass die Leute dachten, es ist ein UFO. Richtig, das ist eine der wohl gängigsten Hypothesen, was da abgestürzt ist, weil es hat ja Trümmerteile gegeben und die waren so silbrig glänzend. Das passt eigentlich genau zu so einem Atmosphärenballon. Und das würde dann diese ganze Geheimhaltung, Vertuschung, dass sich das Militär auch widersprochen hat anfänglich, da könnte man sagen, die wollten dann am Ende auch Desinformationen streuen, weil sie eben nicht wissen wollten, dass die Russen, UdSSR in dem Fall, weiß, dass sie das detektieren können. Weil da ging es nämlich genau darum, wie weit sind die denn? Gerade das, was Holm sagt, können wir detektieren, dass die schon funktionierende Atomwaffen haben? Wie oft testen sie? Wie effizient sind die? Das wollte man natürlich haben und das wollte man natürlich haben, ohne dass man im Flugzeug drüber fliegen muss. Und das konnte man durch solche atmosphärischen Messungen schon relativ gut detektieren. Damals waren ja auch der Großteil der Tests noch überirdisch. Mhm. Das heißt, die hat man in der Atmosphäre auch wesentlich leichter nachweisen können. Und Ausnahmsweise der Chat, den ich heute wieder mal vernachlässige. Ich kann nur allen empfehlen, lest den Chat nachher. Medusa May schreibt, von Herzen danke für die Richtigstellung mit dem TÜV. Das bedeutet mir als gebürtige Schaustellerin viel, wenn Außenstehende Ahnung haben und zu uns stehen. Dankeschön. Ich stehe auch zu euch, das liegt nur an meiner Paranoia. Glaub mir, wirklich. Und dadurch, dass ich viel in Freizeitparks gearbeitet habe, würde ich mich eigentlich auch zu den Schaustellern zählen. Ich hätte mir aber auch nicht. Ich finde, ich bin mir aber auch nicht vertraut. Was einen ordentlich schüttelt, großartig. Ich hätte mir auch nicht vertraut mit der Schreckschusspistole, definitiv nicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt habt ihr spezielle Tschernobyl-Erinnerungen, irgendwas, was euch da geprägt hat? Ja. Ja, ich hab sowohl Erinnerungen an den Kalten Krieg sowieso. Mhm. Weil in meiner Kindheit abends Tagesschau oder heute, da ging es immer um Aufrüstung. Wie kurz waren wir denn davor heute? Ja, und Aufrüstung, Abrüstung und ob sich die mal wieder gerade treffen und mal wieder drei Atomsprengköpfe abgeschafft werden. Die Tatsache, dass wir in Deutschland eine ganze Reihe von Atomsprengköpfen hatten, weiß ja auch heute fast gar keiner mehr, dass wir ganz, ganz viele Atomwaffen auf deutschen, westdeutschen Gebiet hatten. Das ist eigentlich beängstigend, wenn man da heute drüber nachdenkt. Wir haben sogar noch welche, glaube ich. Ich meine, es gibt noch ein paar, ja. Also wir hatten ja sogar, es gab ja sogar amerikanische Kernwaffen, die für deutsche Trägersysteme gedacht waren. Ja, also sowohl die Tornado-Jagdbombe als auch die Nike-Flugabwehrraketen hatten, da war dann jeweils ein kleines amerikanisches Kontingent in einer deutschen Kaserne, um auf die Sprengköpfe aufzupassen. Aber diese Zeit so Tschernobyl, das war sowieso eine ganz merkwürdige Stimmung, weil du hast es jetzt wegen der Klimakatastrophe wieder, finde ich, in Teilen. Aber damals, so halt Mitte der 80er, da hattest du sowieso, du hattest das Waldsterben, du hattest Ozonloch, irgendwie Tschernobyl und so weiter. Also du hattest echt das Gefühl, irgendwie jeden Tag könnte es jetzt mal ordentlich krachen und dann sind wir sowieso alle weg vom Fenster. Das war ein latentes Gefühl meiner Jugend. Ja, absolut. Also geht alles den Bach runter und dann halt irgendwie so diese Meldung, okay, jetzt kommt diese Wolke, dann immer der Bericht irgendwie, wo steht sie denn, wie ist denn das? Und als Kind natürlich dann die Anweisung, okay, jetzt spielt ihr halt nicht mehr draußen, jetzt trinken wir keine Milch mehr und gucken mal irgendwie, was überhaupt noch geht. Also das war schon krass.
Das war echt einschneidend. Und übrigens, ganz kurz, ich muss das sagen, sonst werde ich mich dafür hassen. Wir haben heute, jetzt könnte man sagen, ist ja heute wieder so. Und guck mal, damals haben wir es ja geschafft, gerade mit Blick auf den Klimawandel. Mhm. Und da ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass die Vorzeichen andere sind. Ja. Also der Klimawandel ist, da geht es jetzt nicht mehr darum, wie wir das verhandeln können, sondern das wird passieren. Mhm. Und so Dinge wie das Ozonloch und so, da haben wir dann verstanden, oder auch das Waldsterben mit dem sauren Regen, das haben wir dann verstanden, wie wir das abstellen können. Aber die Konsequenzen der Sachen, die da waren, sind bei weitem nicht gleichzusetzen mit der Klimakatastrophe. Außerdem stirbt der Wald jetzt sowieso aus anderen Gründen, nämlich wegen der Trockenheit und größerer Anfälligkeit. Ach schön, dass wir nach wie vor uns Sorgen machen können. Ja, ich wollte es nochmal sagen, weil viele Leute sagen, ihr mit eurer Klimakrise, wir haben ja damals auch das Ozonloch ist wieder zugenäht und der Wald ist auch nicht gestorben und Tschernobyl haben wir auch überlebt, jetzt tut mal nicht so. Mhm. Ist halt eine andere Situation, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, aber ich werde mich auch daran erinnern, um deine Frage zu beantworten, Florian, und ich habe auch diese Nachrichten, die sind genau wie du das sagst, man war im Grunde genommen hilflos, man war da auch überhaupt nicht drauf vorbereitet. Mhm. Ich habe als Jugendlicher mal gedacht, im Grunde, man kann ja nichts machen. Also ich habe mir da tatsächlich so ein Fatalismus war mir zu heim gemacht, weil ich gesagt habe, du kannst es ja eh nicht ändern. Und das Gefühl, irgendwie, es ist ja jetzt eh schon passiert. Ich hatte so in meinem Gefühl ist dieses, da ist das irgendwie so verankert, wir haben das auch etwas später, als es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, mitbekommen, oder täusche ich mich da? Ja, die haben es erstmal versucht, nicht, dass wir was hätten machen können. Aufgeflogen ist das damals eigentlich im Westen dadurch, dass der Außenalarm an Kernkraftwerken in Schweden losgegangen ist. Also die haben im Prinzip außerhalb von Kernkraftwerken in Schweden erhöhte Radioaktivität gemessen. Die nicht von ihrem AKW kamen. Haben angefangen zu gucken, ob bei denen irgendwas ausgetreten ist, haben dann festgestellt, Moment, bei einem anderen Kraftwerk ist genau das Gleiche passiert, also muss das irgendwie von außen kommen. Und kann man halt relativ nach dem Wetter der letzten Tage kann man ja zurückrechnen, aus welcher Richtung das gekommen sein muss. Und dann kam man irgendwo in der westlichen Sowjetunion raus. Daraufhin hat man dann halt ein bisschen deutlicher nachgefragt und irgendwann wurde das dann bestätigt. Weil das aber auch vor Ort nicht mehr geheim zu halten war. Also ich war vor ein paar Jahren in Kiew im Tschernobyl-Museum. Also dass die Evakuierungsmaßnahmen, die es dann da gab, die waren ja jetzt auch, also langfristig wäre das nicht geheim zu halten. Übrigens einer der wenigen Momente, wo ich Stoll damals im Interview auch geglaubt hat, weil er damals in der Abteilung, das kann man nachvollziehen, halbwegs da auch wirklich gearbeitet hat, der dann in dem Film und im Interview auch sagt, wir haben gesehen, was da kam und wir durften nichts sagen. Und das war natürlich völlig klar, weil die natürlich zum russischen, zum UdSSR, zum sowjetischen Lager natürlich gezählt haben. Natürlich durften die nichts sagen. Und wenn die Wolke sich natürlich von Ost nach West bewegt, wusste die DDR damals natürlich sehr gut Bescheid. Das war, glaube ich, so einer der wenigen Momente, wo ich dem mal geglaubt habe und wo ich ihm auch sogar geglaubt habe, dass er betroffen war davon. Weil das, glaube ich, schon, dass es da hieß, das dringt nicht nach außen, das möchte unser großer Bruder, möchte das nicht. Das halten wir so lange wie möglich geheim, vielleicht merkt es ja keiner. Ich lese gerade im Chat auch etwas, woran ich mich auch erinnern kann, dass Sand in Sandkisten und Spielplätzen ausgetauscht wurde. Richtig, genau. Die wurden ausgebaggert und weggebracht und so. Ja, stimmt. Man durfte mal eine Weile gar nicht in die Sandkiste, was damals echt bitter war, in meinem Alter damals. Mhm. Und dann wurde es alles ausgetauscht. Ja. Also da merkt man, dass du jünger bist. Also ich erinnere mich irgendwie ich war ja so 16 ich erinnere mich an meinen Matheunterricht, dass meine Mathelehrerin dann irgendwie völlig aufgelöst erzählte, dass sie ja mit ihrem Kind nicht mehr rausgehen würde. Und ich so da saß und mir dachte, Alter, was, jetzt übertreibst du es aber echt, ja. Also was soll ich? Ja, das muss ja. Alter, hast du dir gedacht. Mach mal lieber im Keller das Fenster auf. Also ja, so ungefähr. Ja, ne, also ich glaube, mit Radon habe ich mich damals noch nicht so viel beschäftigt. Aber so grundsätzlich, die Strahlenwerte, die da gemessen wurden, waren ja auch im Verhältnis zu anderen Strahlungswerten auch damals schon einzuordnen. Alexander, wenn du die Folge als Podcast rausbringst, sag doch vielleicht im Intro direkt, damit dann nicht sofort Leute lostippen, dass wir einmal Argon mit Radon verwechselt haben. Diesmal habe ich aber Radon gesagt. Ja. Es ist mir nur jetzt gerade noch eingefallen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, weil wir kennen ja manche Leute, die dann, die ich mir spare. Ja, genau. Du sparst dir 43.812 Kommentare von Leuten, die nicht bis zu der Stelle hören, wo wir dann
also besonders ich, feststellen. Was ja gut ist, dass unsere Zuhörenden sehr aufmerksam dabei sind. Natürlich, wir wollen das an der Stelle auch nochmal. Genau, ich muss euch auch mal eine Gelegenheit geben, mich zu verbessern. Ich weiß, es kommt selten. Es war ein bisschen geil. Es war ein bisschen geil. Also, wie es der schreckliche Zufall will, habe ich gestern mit meiner besten Ehefrau von allen angefangen, die Doku 100 Jahre zu gucken, die 2000 rauskam. Was wir dann aufgehört haben, weil es so deprimierend war. Mhm. Weil gerade die ersten Jahre, es ist alles nur immer Krieg und furchtbar und schrecklich. Und dann haben wir mal ein Stück in den Jahren vorgespult, ob dann vielleicht mal irgendwie was kommt, was jetzt nicht so furchtbar belastet ist. Seid bei Tschernobyl gelandet. Und sind gelandet beim Bikini-Atoll. Mhm. Und das ist, also das fand ich sowas von, also es ist natürlich auch sehr verkürzt vorgetragen, bedingt durch das Sendeformat, aber ich glaube, wenn es länger gewesen wäre, hätte ich es noch schrecklicher gefunden. Also wenn ich das jetzt so rekapituliere, wie ich das verstanden habe, haben die Amerikaner gesagt, wir brauchen einen Platz, wo wir Atombombe testen, dann räumen wir doch einfach mal das Bikini-Atoll, wo Menschen glücklich gelebt haben und zünden da mal eine und gucken mal. Und damit haben sie das Atoll blank geputzt, den Lebensraum vernichtet und nicht nur Menschen, die dort in der Gegend waren, sondern also die nicht Frauen nur Menschen, sondern auch Soldaten, ist lustig. Also generell Menschen, die da im Umkreis waren, teilweise verstrahlt und Kinder, die zur Welt kamen, ohne Rückgrat und so. Also absolut fürchterlich. Und ich kann, mir fehlten die Worte und wir haben danach gesagt, okay, was können wir jetzt gucken, damit wir aus dem Loch wieder rauskommen und haben dann ein Musical geguckt. Das hätte bei mir nicht besser gemacht, aber gut. Ja, das hat auf eine Art geholfen. Aber trotzdem, ich kann da nur sagen, was hat die denn, wie kann man nur? Also der Umgang war sicherlich absolut naiv und auf der anderen Seite sehr, sehr zielgerichtet, weil es natürlich einen bestimmten Zweck einer bestimmten Strategie diente, aber du kannst auch sagen, dass so in den 50er, 60er Jahren dieser Atomhype in den USA echt massiv gewesen ist. Also es gibt, bis hin zu Walt Disney, der einen Film macht, um Menschen die Angst vor Atomkraft zu nehmen und ihnen nahezubringen, mit einem Märchen, was da erzählt wird. Unser Freund. Und unser Freund, das Atom. Ah ja, das kenne ich sogar. Eben, dass das toll ist und dass das Leben irgendwie nur zum Guten verändern wird. Also, naja, vielleicht hättest du das ja auch, wenn wir jetzt nicht unbedingt, aber wenn wir die Bombe, wie hat der eine Typ der Wissenschaftler gesagt, wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte es jemand anders gemacht und er persönlich ist froh, dass Amerika und irgendwie, denke ich mir, ja. Na gut. Leute, ich habe jetzt ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Ganzen. Ja, gerne. Wir machen natürlich einen Fehler, der sehr, sehr oft gemacht wird. Wir werfen alles, was irgendwie mit Strahlung zu tun hat, in einen großen Topf und rühren dort um. Tue ich gar nicht. Da muss man schon vorsichtig sein. Also wir können jetzt nicht über Atombomben reden und über Tschernobyl und über Fukushima und dann so tun, als wäre das alles das Gleiche. Das ist heikel. Das tut niemand hier. Aber mir ist es wichtig, das zu sagen, weil wenn eine Botschaft übrig bleiben soll, inhaltlich, dann wünsche ich mir, dass es ist, das Thema ist schwierig. Ja? Mhm. Weil ich nehme wahr, dass das wahnsinnig vereinfacht wird von beiden Seiten. Ja? Mhm. Also es gibt die Atompanikmacher, die sagen, alles, was mit Radioaktivität zu tun hat, Himmel, schrecklich, alle sterben, Katastrophe. Mhm. Und dann gibt es auch, speziell auf Twitter beobachte ich das, so eine Pro-Kernkraftwerk-Lobby, die sagt, da ist doch ohnehin alles überhaupt kein Problem mehr. Und beide Seiten werfen irgendwie so alles in den Topf. Mhm. Und das halte ich für gefährlich. Aber dazu würde ich wirklich gerne noch was sagen, weil gerade in der Zeit 50er, 60er Jahre in den USA, du genau diese Spaltung eigentlich schon hast. Du hast auf der einen Seite eine Technikangst, die du auch in ganz vielen anderen Bereichen halt in der Gesellschaft immer hast. Bei Radio und Fernsehen. Und Radio, Fernsehen, Züge, Mikrowellen, weiß der Geier was. Dagegen eben steht die zielgerichtete Nutzung auf verschiedene Weise, sei es militärisch, sei es zivil. Und ich will das gar nicht pauschal verdammen, überhaupt nicht. Ich finde es einfach nur spannend zu beobachten, dass du eben im Umgang mit dem ganzen Thema schon so eine gewisse Naivität beobachten kannst. Also wenn ich mir solche Filme angucke wie Duck and Cover mit Bird the Turtle, was auch immer.
Und dann eben unser Freund das Atom mit oder von Walt Disney, übrigens mit einem deutschen Wissenschaftler, der sozusagen der Wissenschaftler ist, den sich Walt Disney ins Haus geholt hat, um dem Ganzen auch so ein Fundament zu geben, Heinz Haber, mit einer ziemlich umstrittenen Vergangenheit, auch in Nazi-Deutschland natürlich, von der er sich nie so ganz wirklich distanziert hat, obwohl er sich hinterher auch um die Wissenschaft verdient gemacht hat, war ja Begründer und Herausgeber oder Mitbegründer von Bild der Wissenschaft und so weiter, der dann erzählt eben, dass das die Atomkraft unser Genie in the Bottle ist, aha, die wir rauslassen und die uns dann drei Wünsche erfüllt. Also wir sind sozusagen, die Menschheit ist der Fischer, der eben diese Flasche findet und dann den Genie rauslässt und drei Wünsche hat. Und das ist so ein Umgang mit dem Thema, den ich einfach aus kulturhistorischer Sicht total spannend finde, ohne da jetzt eine Wertung vorzunehmen. Und es ist sicherlich so, wie du sagst, Florian, dass man da total differenzieren muss. Ich finde es einfach in der Rückschau diesen Umgang mit dem Thema so interessant. Und ich muss auch sagen, dass die Risikobewertung da vielleicht... Ja. Und zu den Kernwaffentests vielleicht nochmal, weil du die Sache auf dem Bikini-Atoll, wie kommt man da drauf? Wie man da drauf kommt, ist relativ einfach. Also wir hatten ab 1951 das Thema Wasserstoffbomben, die von der Sprengkraft und auch von dem, was da an Resten freigesetzt wird, doch deutlich problematischer sind als normale Spaltstoffbomben, wie wir sie in Hiroshima hatten. Und damit war klar, das kannst du nicht mehr auf den Versuchsgelände in Nevada machen, weil das halt 50 Kilometer von Las Vegas weg ist und das geht halt nicht. Das heißt, man wollte irgendwo möglichst weit weg von irgendwelchen halbwegs dicht besiedelten Gebieten. Und damit ist man halt in den Pazifik rausgegangen, auf ein möglichst wenig dicht besiedeltes Atoll, wo man gesagt hat, da schickt man die Leute halt weg. Die Sowjets haben das in Novaya Semlja gemacht. Aber es ist schon natürlich auch eine gewisse Anmaßung, da die Einheit. Ja, natürlich, aber die Überlegung ist, also, ja. Ich verstehe das auf einer nüchternen Art natürlich. Ja. Praktisch denke ich mir, wenn eine Mutter dann ein Kind, eine Totgeburt ohne Rückgrat hat, dann... Ja gut, das war natürlich nicht das, was man haben wollte. Also ist ja davon ausgegangen, dass man die Bevölkerung komplett evakuiert. Ja. Aber Florian, also der Grund, warum, wie man darauf kommt, ist schlicht und einfach... Klar, dass man möglichst weit weg, möglichst wenig Menschen drumherum und die da sind, irgendwo anders hinpacken, klar, keine Frage. Florian, du wolltest noch was. Ich wollte nur sagen, ich verstehe diese Faszination von damals schon und ich werfe das auch niemandem vor, wenn er damals Filme gemacht hat über unser Freund das Atom. Das war aus damaliger Sicht ja wirklich eine Technologie, die unglaublich viel versprochen hat. Und ich muss dazu sagen, ich habe meine Meinung bezüglich Kernenergie mehrfach geändert. Ich war ein Teenager und bin damals demonstrieren gegangen an die österreich-tschechische Grenze gegen das AKW Temelin. Das war ein großes Ding damals. Riesengroße Angst in Oberösterreich, dem Bundesland, in dem ich aufgewachsen bin. Riesengroßes Thema, die bauen dort jetzt ein Atomkraftwerk hin. Tschernobyl noch allen in Erinnerung damals und jetzt kommt da ein riesengroßer Reaktor hin und man hat Angst und man hat wirklich unglaubliche Horrorvisionen gemalt. Und wie ich sagen muss, auch Horrorvisionen, die mit der Realität einfach nichts zu tun haben. Das war so ein gängiges Diskussionsthema damals zwischen Leuten im Norden, nahe der tschechischen Grenze, wo ich gewohnt habe, und Leuten ein bisschen weiter südlicher in Linz, wo die Leute aus Linz gesagt haben, na, ihr da oben im Norden, ihr habt es ja noch gut, denn ihr seid wenigstens sofort tot, wenn was passiert. Wir müssen noch leiden. Oh Gott. Ja? Das waren echte Diskussionen damals? Das war so die Mainstream-Meinung. Und jetzt, das ist dieses Spannungsfeld, wo ich mir so schwer tue, dieses Spannungsfeld zwischen Verharmlosung und Panikmache. Und da müssen wir irgendwo dazwischen einen richtigen Bereich finden. Denn ein Super-GAU wie in Tschernobyl ist etwas Katastrophales, etwas ganz, ganz Schreckliches. Das gehört zu den größten Katastrophen, die jemals von Menschen verursacht wurden. Ja? Unglaublich viel Leid.
Aber natürlich ist es nicht so, dass da jetzt, wie man sich das vorgestellt hat, dann im Umkreis von 100 Kilometern alle tot umfallen. Nein. Ja? Also da gibt es schon Vorstellungen, die mit der Realität einfach überhaupt nicht übereinstimmen. Und da tue ich mir ein bisschen schwer, wenn dann eben, wie es bei Fukushima war, auch davon geredet wurde, was denn da jetzt alles Schreckliches passieren wird. Und wir wissen heute, Fukushima war kein Kindergeburtstag, aber das, was viele Leute da unterstellen, dass dort passiert sei, ist einfach nicht passiert. Es ist noch mal einigermaßen glimpflich ausgegangen. Kannst du das näher beschreiben vielleicht einmal? Weil das ja, ich habe das auch in meinem emotionalen Erinnerungsschatz eher katastrophal in Erinnerung. Ja, es war natürlich eine schreckliche Katastrophe. Naja, fragen wir mal so in die Runde. Wie viele Leute, glaubt ihr, sind an der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gestorben? Also meine Frage würde eher dahin abzielen, ist der Unfall überhaupt liegt der überhaupt in der Vergangenheit oder ist es einfach ein Unfall, der immer weitergeht, wie das okay. Halt in und dann muss ich natürlich meine Frage an der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, wie viele Leute sind gestorben oder werden an Langzeitfolgen noch sterben? Keine Ahnung. Also ein Großteil, da bist du wieder bei der linearen Hypothese. Ja, wobei, also ein Großteil dieser wie hießen die denn, Risiko Liquidatoren. Ja. Also da geht man noch sehr stark davon aus, dass die an der Strahlenkrankheit zum Teil schon erkrankt sind oder noch leiden, oder nicht? Ja, also kausal wirklich unmittelbar darauf zurückzuführen sind so ungefähr 50 bei Tschernobyl. Also das ist so das, was man halbwegs kausal darauf zurückführen kann. Und du hast natürlich bei den Liquidatoren aufgrund der Strahlendosis kannst du schon davon ausgehen, dass es da eine erhöhte Krebsinzidenz gibt, aber das ist halt wieder das Problem mit dem Krebs, du kannst das schwer nachvollziehen. Das eine, was man nachvollziehen kann von Tschernobyl, ist Schilddrüsenkrebs. Also Florian hat vorhin gesagt, so und so viele Krebsfälle, 41 Krebsfälle auf 100. An, ne? Das ist aber, ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Krebsarten. Und Schilddrüsenkrebs ist normalerweise sehr, sehr selten. Aber Schilddrüsenkrebs wird halt durch ein radioaktives Jodisotop relativ leicht verursacht, das in Kernkraftwerksunfällen freigesetzt wird. Schilddrüsenkrebs ist allerdings auch relativ gut zu behandeln. Also es ist jetzt nicht so der, was in sehr, sehr vielen Fällen tödlich verläuft. Aber das ist die einzige Krebsart, wo wir wirklich einen konkreten Anstieg durch Tschernobyl nachweisen können. Genau. Ansonsten weiß man halt sehr, sehr vieles nicht. Ja, aber das, was du jetzt gesagt hast, widerspricht meiner Erfahrung nach dem, was die meisten Leute glauben. Ja? Und man hat es ja eigentlich damals relativ clever gemacht. Das ging natürlich auch in der Sowjetunion, weil die konnten das einfach befehlen. Die haben halt da viele, viele sogenannte Liquidatoren hingeschickt und die einfach aufräumen lassen, aber alle nur kurz. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, 100 Millisievert, das ist die Äquivalentdosis, von der man sagt, da beginnt langsam, das ist ungefähr die Grenze zwischen dem niedrigen Bereich und dem höheren Bereich. Also das ist eben die Grenze, wo es Schluss ist mit lustig. Ja? Und deswegen hat man das so getimt, dass man gesagt hat, diese Liquidatoren, die sollen alle 100 Millisievert abbekommen und dann wieder raus und nach Hause. Also hart natürlich und man hat sehr, sehr viele Aufräumarbeiter gebraucht, aber aus dieser Sicht eigentlich vernünftig. Ne? Und wie Holm schon gesagt hat, es ist damit zu rechnen, dass manche von denen geschädigt wurden. Aber das ist zum Glück so selten, dass es epidemiologisch ganz, ganz schwer oder eigentlich nicht nachweisbar ist. Aber ja? Die Menschen, die in Tschernobyl gewohnt haben und dann viel zu spät davon erfahren haben? Auch die Leute, die evakuiert wurden, ist dasselbe. Ja? Also Und das ist jetzt das Problem, weil wie kann ich messen, wie viele Leute erkrankt sind? Ich habe zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich schaue, wie viele Erkrankungen gibt es unter diesen Bevölkerungsgruppen und vergleiche es mit anderen Bevölkerungsgruppen, die dem nicht ausgesetzt waren. Ja? Aber wenn der Anstieg klein ist, dann sehe ich keinen Unterschied. Und war der Anstieg denn klein? Ja, auf alle Fälle. Und es gibt er ist nicht nachweisbar und die Sowjetunion hatte ein sehr gutes Krebsregister. Also wie Holm sagte, Schilddrüsenkrebs ist statistisch signifikant gestiegen. Ja,
alles andere nicht. Es gibt unermesslich viel wissenschaftliche Literatur dazu und es gibt ein paar Publikationen, die sagen, dass vielleicht bei den Liquidatoren geringem Ausmaß auch Leukämie steigt oder so. Also man kann darüber streiten, aber es ist nur Schilddrüsenkrebs, wo wirklich ein eindeutiger Unterschied zu sehen ist. Heißt das jetzt, dass es harmlos war? Nein, und das ist auch ganz wichtig. Ja? Denn wenn ich jetzt auf die Straße laufe mit einem Maschinengewehr und wahllos Leute erschieße, dann kann ich das auch nicht irgendwie epidemiologisch in den Sterbezahlen Österreichs nachweisen am Ende. Ich habe trotzdem Leute umgebracht. Also nur weil ich es auf diese Weise nicht messen kann, heißt das nicht, dass die Sache ungefährlich war. Deswegen gibt es eine zweite Methode. Ich kann mir ansehen, wie viel radioaktives Material wurde freigesetzt, wie viele Menschen kamen damit in Kontakt. Und dann kann ich irgendwelche Rechenmodelle bauen, mit denen ich versuche abzuschätzen, was die Auswirkungen sind. Und das hat man gemacht. Und das hat die WHO gemacht. Und die kam mit etwas mathematischer Akrobatik auf diese Weise zu dem Ergebnis, dass so ein paar tausend Leute gestorben sind oder noch sterben werden. Ja? Aber man muss sich bewusst machen, das ist richtig schwer und mit großen Fehlern behaftet und sehr, sehr wackelig und nur als Größenordnungsabschätzung zu verstehen, weil man es eben nicht direkt messen kann. Und das macht die Sache so kompliziert. Ja, da ich einen schon viel finde. Aber ja gut, die Frage ist natürlich, erstens mal schmeißt du deswegen die ganze Technologie über Bord? Nee, eben nicht. Und zweitens genau. Wie sehen die Alternativen aus, die unter Umständen auch nicht unbedingt schön sind? Ja? Also und vor allem, was mir immer wieder zu denken gegeben hat, ist, möchte ich denn dann von einem Atomkraftwerk den Strom beziehen aus irgendeinem anderen Land, wo geringere Sicherheitsvorkehrungen sind? Das möchte ich eigentlich auch nicht. Wir müssen aber auch mal jetzt an der Stelle einmal, weil sonst ist es nicht gesagt. Also selbst wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen überhaupt gar keine erneuerbaren Energien mehr haben und nur Atomenergie nutzen, und sagen wir mal, die sind alle sicher. Das können wir gar nicht, weil alle Atomkraftwerke auf der Welt nur einen ganz kleinen Prozentsatz für die Energiegewinnung überhaupt beitragen. Das wird immer so getan. Es wird häufig in den Debatten so getan, da bin ich ganz bei dir, Florian, dass so gesagt wird, naja, wollen wir jetzt also Kohle oder wollen wir Atomkraft? Und dann nehmen wir doch Atomkraft, weil das ist CO2-frei. Und das ist quasi eine Aussage, wenn Holm in einen Café geht und sagt, ich habe Durst und der Kellner sagt zu Holm, willst du ein Bier oder willst du ein Wein? Holm, was sagst du dann? Ich trinke keinen Alkohol. Moment. Also diese Alternative ist eine Alternative, vor der wir nicht unbedingt heute stehen, weil wir das, also da gibt es ganz unterschiedliche. Aber das ist eine Alternative, vor der Frankreich vor 40 Jahren gestanden hat und wo Frankreich sich anders entschieden hat als Deutschland. Und wir sehen heute, dass Frankreich pro Kilowattstunde erzeugtem Strom ungefähr ein Fünftel der Kohlendioxidemissionen hat wie Deutschland. Das sage ich jetzt und ich sage dazu, ich bin Mitglied von Ökomoderne e.V. und ich bin Mitglied von Nuklearia. Also ich habe eine sehr, sehr klare Position dazu und die habe ich auch schon sehr lange und in letzter Zeit nicht geändert. Ist denn da auch eingerechnet, Holm, der CO2-Abdruck durch die Gewinnung von Uran, die du zum Betrieb brauchst? Oder bist du dann nur beim... Okay. Im Ernst? Ja. Ist das wirklich ein eingerechnet? Dann habe ich heute wirklich... Also Kernenergie gilt nicht als CO2-freie Energiequelle, sondern als CO2-arme, was aber im Prinzip für alle Erneuerbaren genauso gilt. Und was ist mit dem Atommüll? Ich persönlich glaube, dass Atommüll nicht das Killer-Argument ist gegen Kernenergie. Weil erstens, es tatsächlich kluge Ideen gibt, mit dem Atommüll auch noch etwas Vernünftiges anzufangen, was dann wiederum zu Produkten führt, die zwar immer noch radioaktiv sind, aber nicht über Jahrtausende, sondern über überblickbare Zeiträume. Und zweitens finde ich es immer so merkwürdig, wenn man beim Atommüll sich Sorgen macht, gerade über den extrem langlebigen Müll. Denn wie ist es jetzt mit dem Giftmüll, den wir jeden Tag produzieren? Der bleibt nämlich... Haben wir auch Sorgen drum. Und über das Plastik auch. Ja. Also. Aber natürlich ist Atommüll ein großes Problem. Ja, ist es. Ich möchte noch ganz kurz anbringen, weil ich vorhin angefangen habe zu erzählen, dass ich meine Meinung mehrfach geändert habe. Ja, genau. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen, ohne da zu erklären, was da passiert ist. Also ich habe als Teenager habe ich demonstriert gegen AKWs an der tschechischen Grenze.
dann habe ich begonnen, Physik zu studieren, habe mich da näher informiert und habe mir gedacht, na Moment, das Ganze ist doch gar nicht so schlimm, wie man mir eingeredet hat und das ist technisch doch managebar. Und mittlerweile bin ich aber wieder gegen Kernenergie. Das ist ein etwas komplizierter Weg hin und her und die Botschaft für mich ist aber, oder der Lerneffekt für mich ist aber, es ist halt kompliziert und ich warne wirklich jeden, einfach die Gegenseite, egal welche Meinung man vertritt, da von vornherein zu verteufeln oder für blöd zu erklären oder für menschenverachtend oder naiv oder was auch immer. Man kann es wirklich mit guten Argumenten von beiden Seiten betrachten. Ja. Also ich habe, wie gesagt, ich habe eine klare Position dazu, aber ich würde auch auf keinen Fall behaupten, dass es was Einfaches ist. Ja. Sehr auch die Abwägungen sind nicht einfach, klar. Ja. Schöner wäre es ja, wenn wir eine erneuerbare Energie hätten, die finanzierbar ist, die wir jetzt schon zur Verfügung haben und die auch zufriedenstellend sicher, also kontinuierlich Energie liefert. Das wär ja richtig fein. Also das ist so das Ding, dass du dann einen entsprechend großen Mix haben musst von erneuerbaren Energien, damit es halt funktioniert. Lass uns da eine eigene Sendung dazu machen. Erneuerbare Energien, was geht noch nicht. Gute Idee. Wo wir die ganze Geschichte mit den Akkus mal und den Stauseen und was es da alles so an Ideen gibt. Vielleicht Offshore-Windparks, genau. Und dann vielleicht auch mal kurz mal erzählen, wie das mit dem Infraschall denn wirklich nicht ist. Und lauter so Geschichten. Die Vögel. Darf ich euch denn, weil wir kommen jetzt zum Ende. Ja. Ich habe, nachdem wir jetzt auch hitzig diskutiert haben über das Thema und auch emotional. Für unsere Verhältnisse. Wir sind ja sonst immer vollkommen immer einer Meinung. Eigentlich so lange, wie man es kennt. Ich habe was Wunderschönes noch gefunden und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Das ist ein Seminar. Ich bitte jetzt die ganze Zeit Anführungsstriche bitte setzen. kostet, ich war sehr überrascht, nur 370 Euro. Das hat mich überrascht, also fast ein Schnapper. Das Ganze habe ich gefunden auf der Seite des Zentrums für Naturheilkunde und Osteopathie Akademie München. Oh, das ist sehr nah. Und was sehr, sehr schön ist, also der Titel dieses Seminars oder dieser Seminarreihe ist Radioaktive Arzneien in der Homöopathie. Ach, was? So, und was unsere beiden Physiker uns ja hier verschwiegen haben, ist natürlich, was wir auch gewissen radioaktiven Substanzen auch zuschreiben und zu verdanken haben. Da will ich nur mal so ein, zwei vielleicht mal so exemplarisch vorstellen, nämlich zum Beispiel Uranium. Das spiegelt nämlich zum Beispiel den Zerfall des Patriarchats. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, den Krieg der Geschlechter und die Angleichung der Geschlechter und mangelnde erotische Anziehung und das Nebeneinander in der Ehe wieder. Ja, also das ist Uranium. Durch den Zerfall des Patriarchats und überkommener Strukturen ist der Mensch auf sich selbst geworfen. Ich AG und Selfmade Man sind Charakteristika für Uranium. Das wusstet ihr nämlich nicht. Ja? Nein, oder wenn wir uns noch mal ganz kurz das Plutonium anschauen. Oh Gott. Bei Plutonium wird der Zerfall am intensivsten als Angst und Panik erlebt. Plutonium reagiert mit großer Anstrengung, Zwangs- und Anspannung auf diese Bedrohung. Angst- und Panikzustände, Folgen von schlimmen existenziell bedrohlichen Zuständen sind Indikationen. Natürliche Vorgänge wie Folgen von existenziell bedrohlichen Geburten mit Notkaiserschnitt und deren Folgen für Mutter und Kind sind häufige Verordnungsgründe in der täglichen Praxis. Das heißt, das geht hier noch weiter. Es gibt noch Neptunium, Radium, Bromantum. Ja, danke. Thorium, Americum, Curium und Kalifornium. Liebe Moderatoren und Moderatorinnen. Woher die Kalifornium haben. Kalifornium, bitte nicht im Chat teilen diesen Link. Wir wollen denen nicht noch Traffic bescheren. Wir wollen nicht. Was ist denn das für eine gequirlte Scheiße schon wieder? Und ja, vor allen Dingen für Homöopathie, also ich meine, in den Globuli ist ja nichts drin. Also ich meine, das ist ja, man hat ja irgendwie eine Ursubstanz, die man irgendwie so und so Zucker. Oft 1 zu 10 oder 1 zu 100 sein, bei solchen Sachen. Aber wir wollen präzise sein, in den Globuli ist Zucker drin. Das ja, wollen wir ja. Ja, aber die Ursubstanz ist in diesen Globuli, die sind in der Regel C-Potenzen, natürlich überhaupt nicht drin. Nichtsdestoweniger muss man natürlich zumindest mal behaupten, wenn man Homöopathika herstellt, dass man diese Ursubstanz hat. Ja.
Und niemand wird einem Americium oder Kalifornium oder ähnliches verkaufen, weil man will damit Arzneimittel herstellen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, woher die Kalifornium haben wollen. Ich habe nur mal gelesen, wenn die Plutonium Globuli herstellen, dann nimmt man da Erde aus dem, dass man also am Rand, so außerhalb des Sperrgebiets von Tschernobyl gesammelt hat, und nimmt an, da ist halt ein bisschen Plutonium drin. Das ist, wie man. Und damit klopfen die dann und schütteln ihre Globuli zusammen. Ja. Mein Gott, Leute, echt. Ich möchte, kann man sein. Oh, ich werde mal nicht die Dozentennamen nennen, aber es gibt dann auch noch einen Text über die Dozenten, wenn wir das haben. Ich möchte das mal vorlesen, damit man. Also, wo ich auch denke, Kinder, denk doch mal danach. Also Doktor mit und Heilpraktiker und Theologe. Ich finde auch Heilpraktiker und Theologe. Verbindet eine 30-jährige Freundschaft, in der sie seit 1995 alle zugänglichen radioaktiven Stoffe erforschen. Darüber hinaus haben sie viele andere Heilmittel erprobt, klinisch über Jahre hinweg bestätigt und den Repertorien zugänglich gemacht. Und also gemeinsam internationale Lehrtätigkeiten zu Aktiniden und Komplementärmitteln in Moskau, Bratislava und Vancouver. Sie begleiteten Jan Scholten bei Exkursionen auf der Suche nach neuen Heilmitteln nach Madagaskar und Jan Scholten. Nach Madagaskar und Panama. Aber nicht nur Madagaskar. Und es ist wirklich der Jan Scholten, der DJ und Model. Denke, wenn ich das schon über die Dozenten lese, dann denke ich schon. Aber ich habe mich gewundert über den Preis. Also da fand ich 370 Euro eigentlich unterpreisig. Da müsste man das muss eigentlich viel mehr Geld sein. Wenn du mit Jan Scholten schon da warst. Ja, Jan, der Große. Radioaktive Substanzen. Ja. Ja, ich forschte damals ja noch mit Scholten, kann man sagen. Bringt halt nichts. An radioaktiven Stoffen. An radioaktiven Stoffen. Scholten sagte damals schon, heieiei, mein Freund. Und er wollte recht behalten. Was für ein fürchterlicher Schluss, Alexander. Müsste ich jetzt Jan Scholten? Also, nein, überhaupt nicht. Nein. Das ist doch gerade die Idee dahinter. Die das ist auch doch der Witz. Raff den Witz, Holm. Ach so. Okay, danke. Das ist nur, damit du als naiver Lehrer sagst, ach, Jan Scholten, die waren mit Jan Scholten. Kennst du den? Nein, aber der muss ja wichtig sein. So, okay, ja. Ja, hat bei mir funktioniert gerade. Das war wahrscheinlich die Form meines Vortrags. Also, ja, nicht nur, weil offensichtlich das Internet gerade wieder eure Stimmen ein bisschen so klingen lässt, als wären sie aus dem Autotune. Ja, Becken. Also nicht schlimm, man versteht noch alles, aber es ist nicht wirklich, wirklich super geil. Ich möchte an der Stelle noch erwähnen, dass an der Internetleitung hier bei mir zu Hause hart gearbeitet wird. Und ich sehr interessante Messungen bekomme, wenn ich den Speedtest mache. zwischen 0 und 50 Upload. Und es war wirklich so. Das ist sehr seltsam. Genau, von allen Anbietern, die ich hier im Haus habe. Und es mehren sich täglich die Anbieter hier in meinem Haus. Es ist wirklich unfassbar. Aber es ist. Alexander, du musst ja mal anhören, ob das jetzt ein Podcast ist und ob das coole Tool, was wir da haben, das schön machen kann und da die Lücken füllt oder nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch draußen ankommt. Ich hoffe, es ist okay. Ich habe schon einiges gelernt, tatsächlich. Doch, ich habe was gelernt. Ich sehe auch manche Dinge jetzt etwas gelassener. Das definitiv, nicht zuletzt, was die Fahrgeschäfte angeht. aber so richtig sympathisch ist mir das alles immer noch nicht. Das muss ich auch leider sagen. Also so richtig. Also die Strahlung muss einem auch nicht sympathisch sein. Ist also, sie auch nicht. Solange man nicht im Keller wohnt. In seinem Loch verkriecht, im Keller davor verkriecht, am besten noch, ja. Kellerlüften. Sich von der Angst irgendwie lähmen lässt, ist das, glaube ich, alles. Ja. Also in Bielefeld kam es gut verständlich an. Keine Witze über Bielefeld, bitte. Da gibt Warum es nicht? Ja, weil die einfach, also ist das nicht. Der schreibt bei einer bei uns, dass jemand in Bielefeld. Bielefeld hat übrigens auch eine sehr niedrige Bodenradioaktivität. Ah, nicht zu hin. Auch im Keller. ja, das ist auch kein Problem. Also, Mimbutzki schreibt gerade: Marker Fazit, alles nicht so schlimm.
Alles nicht so einfach. Aber das Fazit hatten wir schon mal irgendwann, oder? Ja, und zwar jedes fucking Mal. Ich dachte ja eigentlich, wir würden ganz viel diskutieren heute über Kernenergie und als Mittel gegen den Klimawandel und so. Das wollte ich ja sowieso nicht. Ja, und das haben wir gestreift. Ja, weil wir das auslagern tatsächlich, wenn wir mal tatsächlich über erneuerbare Energien reden. Ich glaube, da gehört es tatsächlich auch hin. Aber da wollten wir ja über Radioaktivität sprechen. Mhm. Du hast gesagt, wir haben auch wenig über Strahlung in der Medizin geredet. Das stimmt. Richtig. Oh. Und wir haben auch nicht geredet über diese Gaudi, die wir damals bei der Bio-Folge hatten, dass man einfach wahllos Gemüse mal eben bestrahlt hat, um zu gucken, wohin mutiert es denn. Und dass das heute eigentlich mit dem CRISPR und diesen ganzen Dingen, die es gibt, eigentlich deutlich zielgerichteter funktioniert. Wobei man natürlich auch betonen muss, davon wird das Gemüse nicht radioaktiv. Das ändert nur richtig die... Es erzeugt halt Mutationen, das verändert das Gemüse, aber es macht es nicht radioaktiv. Das ist genauso wie Essen aus der Mikrowelle nicht strahlt. Wir haben nicht über den Hulk gesprochen. Nein, Oania-Unfall haben wir auch nicht gesprochen. Ja, und über den Hulk haben wir nicht gesprochen. Ja. Und Captain America. Ich wollte ja schon anfangen. Stimmt. Genau. Das ist gar nicht so schlimm, weil vielleicht machen wir einfach nochmal... Eine Folge über den Hulk und eine Folge über Captain America und eine Folge über Gemüse. Wenn wir in dem Tempo so weitermachen, Leute, und wirklich weiterhin jede Woche dienstags ein Ferngespräch machen, wird das irgendwann mal so sein, zu sagen, und heute sprechen wir mal über den Hulk, aber nur den Ultimate Hulk aus der Zeitspanne von 83 bis 88 von Grant Morrison in den Comics. Weil die anderen haben wir schon. Oder die alte Fernsehserie mit Lou Ferrigno, der ja gehörlos war übrigens. Ganz spannend. Was? Uns fallen doch sowieso nach jeder Folge zwei neue. Der Schauspieler Lou Ferrigno ist gehörlos. Wie jetzt? Ja, wie jetzt? Er hört halt nicht. Also gar nicht? Gar nicht. Er ist aber sehr guter Lippenleser und kann sich auch halbwegs gut artikulieren, aber er ist tatsächlich gehörlos. Haben wir wieder was gelernt. Ist das nicht schrecklich, dass das ist, was mir von dieser Sendung... Wahrscheinlich für immer in Erinnerung. Und es muss ein super netter Typ sein, aber davon mal ab. Also was wir alle da draußen jetzt merken, ist, von Radioaktivität wird man gehörlos. Ja, genau. Wenn man im nicht gelüfteten Keller Pilze isst. Genau. Vielen Dank für dies. Nicht nur für das Fazit, auch für die Folge. Und vielen Dank an den Chat, der bei uns jetzt schon traditionell sträflich vernachlässigt wird und deswegen ein komplettes Eigenleben parallel entwickelt hat. Und ich glaube, irgendwann wird es vielleicht dann auch mal einfach Sendungen geben, wo wir überhaupt nicht senden, sondern einfach nur alle den Chat lesen. Es ist unfassbar, was bei euch parallel los ist. Ich bleibe dabei, ich finde Radler in bayerischen Kellern gefährlicher. Ich habe jetzt random was vorgelesen, ich habe keine Ahnung. Okay, ich dachte, du willst noch Kontext geben. Nein. Wir haben ja auch immer wieder mal Ask Us Anythings gemacht, wo eigentlich der Chat im Mittelpunkt stand. Genau. Die sollten wir auch wieder regelmäßiger machen. Wenn wir das wöchentlich machen, werden wir das demnächst nur noch machen. Genau, mit oder ohne Helm. Wo seid ihr denn gerade, Leute? Es ist unfassbar. Strahlenkatzen. Wir haben mit dem Radler... Toller Abend. Okay, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich gehe lüften und danke herzlich meinem Plenum. Das war sehr bizarr. Aber wann ist es das nicht? Bis zum nächsten Mal. Der Abspann. Lüftet eure Keller. Lüftet eure Keller.